Hallo! Entschuldigung. Die Leute einen Herzinfarkt zum Start des Podcasts. So die muss Leute, das. Die Leute, die es im Auto hören, direkt irgendwie einen Unfall gebaut oder so. Gut gemacht, Lukas. Ja, gerne. Sehr danke, gerne. Du sind Arschloch. Alle unsere vier Hörer tot. Nächstes Mal wieder. Play 4 Podcast Nummer 204. 204. 204. Jubiläum. Und, ja. mit dabei. Sascha. Lukas. Und Chris. Ja, leider. Niemand hat auf dich gezeigt. Ich kann auf dich zeigen. Ich habe auf mich selbst gezeigt mit dem Daumen. Ach so. Habe ich nicht gesehen, deine Hände sind zu dick. Das war deine beste Leistung des Tages. Die Finger, die Sie zum Wählen nutzen, sind zu fett. Ja. Bitte schlagen Sie mit der Handfläche auf die Tasten. Ja, Podcast. Podcast. Wieder fast 2 Wochen Rhythmus. Ja, Freitag haben wir leider nicht ganz geschafft. Ja, du warst ja einen halben Tag nicht da wegen Event. Deswegen. Ja, und irgendwie war auch recht viel los, also war schon gut. Ja. Dafür. Alter! Ich sag mal, 16 Tage Rhythmus ist ja auch noch im Rahmen. Ja, wer sich da beschwert, also bitte. Ja, wer sich da beschwert, euch. Der kommentiert auch YouTube-Videos. Oh, wir hatten bestimmt noch Rückmeldungen auf YouTube. Die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich habe nur die aus dem Forum genommen. Na toll. Weil, fick YouTube. War der auf YouTube überhaupt? Jeder geht auf YouTube. Ja. Sorry an die YouTube-Zuhörer, die den Daumen nach unten geben, weil sie zu blöd für unsere Witze sind. Vielleicht sind auch unsere Witze zu blöd für sie. Nein. Vielleicht mögen sie auch sie einfach kommentieren nur, auf YouTube. Vielleicht mögen sie auch einfach nur dich nicht, Chris. Hast du da schon mal dran gedacht? Oh, nein. Menschen auf YouTube mögen mich nicht. Ja. Ich muss meine ganze Existenz in Frage stellen. Mach das. Ja, auf jeden Fall für die kommentiert Hello, haben, sorry. My old friend. Nehmen wir vielleicht nächstes Mal auf. Ja, nochmal fragen einfach. Und wer auf Facebook schreibt. Oder wir warten kurz und ihr fragt einfach jetzt. Ja, ist jetzt nur Forumfragen, ist auch egal. Nein, hallo, kannst du mal ein bisschen leise sein? Die Leute wollen gerade ihre Frage stellen. Ja. Also wer bei YouTube bitte jetzt vorlesen. Mhm. Mhm. 4 würde ich sagen. 2019. Ja. Chris? Ist mir egal. Ja, gut. Okay. Also das war die YouTube-Frage. Zockerfreak. Das ist voll geil, wenn da 3 Fragen gestanden hätten. Auf die 4 2019 und ist mir egal, so perfekt passen. Wollen wir dann zu den echten Fragen erst ja, ich wollte gerade schon. Wir auch nicht so, ja, ich habe es gemerkt, ja. Aber ohne irgendeinen Übergang oder so. Ja, ich könnte meinen, du hast noch nie einen Podcast gemacht. Habe ich auch nicht. Idiot. Zwillingsbruder, sag cool. Oh. Zockerfreak, Tachplay 4. Respekt, genau in dem Rhythmus wollen wir euch hören. Tja, aber jetzt haben wir 16 Tage. Ich drücke die Daumen, dass es so weitergehen wird. Hoffen darf man ja wohl noch. Ja. Fragenkatalog voraus. Saschas Hallo, Lieblingsthema. Mann. Resident Evil. Wird Resident Evil 8 bereits für die PS5 erscheinen? Ja. Wenn es nicht nur für die PS5 erscheinen, dann wahrscheinlich soll es generationenübergreifender Titel vielleicht. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Für PS4 und PS5. Ja. Kann aber auch sein, nachdem jetzt Resident Evil 2 erstmal kommt, und das ist ja eine vollwertige Entwicklung und nicht nur ein klassisches Remake, dass hier auch längere Pause ist. Ja, also es ist durchaus wahrscheinlich, dass es für die PS5 kommt. Ja, denke ich auch. Chris' Lieblingsthema, Nutten. Da hat er recht. Wann wird ein GTA 6 angekündigt? Sind wir mal ehrlich, wer will schon in Red Dead Redemption 2, wenn man ein GTA 6 haben kann? Ich. Wann kommt GTA 6? Wird schon noch eine Weile dauern. Also ich glaube... 2022. Also das wird auf jeden Fall für die PS5 kommen. Das haben wir jetzt 2018 immer noch, ne? Mhm. Das wird auf jeden Fall für die PS5 kommen, das ist ja, klar. Ja. Ja, so 2021 vorher nicht. Eher was, 22. Was sich jetzt erstmal konzentrieren werden, das wurde auch schon so halb angekündigt, dass dann Red Dead Redemption 2 ziemlich sicher auch für die PS5 dann nochmal so wie jetzt eine Enhanced-Version kommt wie GTA 5 damals. Also das kann man sich da erwarten. Wurde gesagt, es gab auch jetzt schon irgendwie so einen Bericht oder sowas vor ein, 2 Tagen dazu, dass das sehr wahrscheinlich ist. Dann kommt es vielleicht auch für den PC und die ganzen Heuler können endlich. Genau, und dann wird es ja dann wird's auch ein bisschen. Red Dead Online soll jetzt auch erstmal 1-2 Jährchen gut laufen. Genau, und dann wird erstmal eine Pause sein und dann kommt GTA 5. Das heißt 2021, 2022, was auch immer. Tippe ich auch. Ja. Mattis Lieblingsthema: blonde Haare. Okay, blöde Überleitung, aber mir fiel nichts Besseres ein. Matti steht eigentlich auf Frauen, die Glatze haben. Matti steht eigentlich auf Frauen? Die Until Dawn Matti steht eigentlich auf Männer, die Glatze haben. Die Until Dawn-Macher, die Frau in dem Spiel hatte blonde Haare,
Ah, daher. Haben ein neues Horrorspiel angekündigt, das anscheinend... Spiel. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, er meint, wie heißt die Schauspielerin? Hayden Panettiere. Haben ein neues Horrorspiel angekündigt, das sich anscheinend... Jinxed! Du darfst nicht mehr reden. Ja. Du darfst nicht mehr reden. Und jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich zeig weiter mit dem Finger auf. In diesem Spiel ist keine Strafe festgelegt, wenn man das nicht schafft. Okay, cool. Deine Gedärme lösen sich auf. Ja, du wirst ganz viel Pech haben demnächst. Ja? Oh nein. Doch. Soll ich mit euch arbeiten oder was? Auf jeden Fall. Boah, ja. Das war gemein. Ja? Ja. Wir machen hier harmlose Scherze über den blöden Arschbärte und er muss wieder übertreiben. Über ja. den blöden Arschbärte. Der Blöse. Oh Mann. Wir sind jetzt übrigens mitten in der Frage und da versteht keiner mehr, was ich mache. Ich mach's auch von Anfang an. Mattis Lieblingsthema: blonde Haare. Okay, blöde Überleitung. Haben wir viel nichts Besseres. Mach doch einfach die Frage nochmal und nicht die Überleitung auch noch. Die Anti-Dom-Macher, die Frauen im Spiel hatte blonde Haare, haben ein neues Horrorspiel angekündigt, das sich anscheinend über mehrere Teile strecken wird. Oder habe ich da eine Fehlinfo? Coole Sache, oder hätten sie lieber Until Dawn fortsetzen sollen? Also ich habe nicht so verstanden, dass es über mehrere Teile zieht, sondern es ist ein Anthology, oder? Dass es unabhängig ist. Ja, aber es sind so, ja. Über welches Spiel redet ihr, über das, was über Bandai Namco da rauskommt? Das ja, so, genau, also sagen wir so, es kommt nicht über mehrere Teile, sondern es ist quasi... Einzelgeschichten. Ja. Einzelgeschichten, ja. Genau. Aber es hat schon mehrere Teile, logisch. Ja, ja, klar, ja, aber die erste hatte ich auf der Gamescom, glaube ich, gespielt. Ja, es ist quasi so... Irgendwas mit C... Ja, ach, keine Ahnung. Das sind so in sich abgeschlossen, so ein bisschen quasi wie, ach, keine Ahnung, welche Serie hat denn in sich abgeschlossene Dinger? Broken Mirror, nicht Broken Mirror, wie heißt es? Black Mirror. Ja, sowas zum Beispiel. Oder die einzelnen Staffeln von American Horror Story. Ja, sowas in der Art. Oh halt. Gott. Also es kann nicht schlechter werden als American Horror Story, das ist schon mal sicher. So. Kann schon. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz cool. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem noch nicht so sehr auseinandergesetzt, mit der Horrorreihe, aber sie hat ja zumindest vom Ankündigungstrailer her, den ich gesehen habe, schon ganz cool ausgeschaut. Ja. Ja. Ohne dass ich jetzt wirklich, wie gesagt, reingeschaut hätte mehr. Juhu! Until Dawn 2 kann man machen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht, das kann man auch. Kann man wohl lassen. Nee, aber das kann man auch fortsetzen ohne direkte Bezüge, weil. Ja. Ich fände es schön, wenn sie vielleicht einen Rail-Shooter für VR rausbringen. Oh. Der war aber unterhaltsam für ein paar. Also, ihr meint das Bandai Namco-Ding, ja? Ja, ja. Ich glaube, es ist über Bandai, ja. Also, da hatte ich ja so ein Ding gespielt, ich habe den Namen halt schon wieder vergessen. Ja. Und es war halt, ja, war schon nett. Ja. Aber auch, ja, so genau wie Until Dawn, so ein bisschen. 0815 Blockbuster-Horror dann. Ja, nicht wirklich was sich aufbaut und anschleicht. Nicht so wie The Witch, ne? Ja, The Witch ist halt auch ein fantastischer Film. Habe ich noch immer nicht gesehen. Muss ich dich, glaube ich, mal einladen, dass wir den gucken. Ja, auf jeden Fall. Haben wir den nicht schon zusammen geguckt? Nee. Den letzten Horrorabend, der schon bestimmt 2 Jahre her, den wir gemacht haben oder so. Müssen The Witch ist auch 2 Jahre alt. Ja, auf jeden Fall. Den habe ich mit Katha und Domi, glaube ich, mal geschaut. Die fanden nicht. Wir haben damals geschaut. Wir haben damals geschaut. Ich fand auch gut. Freddy Matti hat ihn ja nicht verstanden. Ich fand nur nicht so herausragend wie du. Das war es. Ja, weil du keine Seele hast. Wir haben damals geschaut Freddy vs. Jason und das ganz furchtbare Texas Chainsaw Massacre Remake. Ja, wir haben aber auch noch gute Horrorfilme geguckt. Moment, wir haben auch Der Babadook geguckt. Stimmt, den haben wir auch geguckt, ja. Und? Da fand ich die Hauptdarstellung irgendwie seltsam. Ja, aber gut. Gut seltsam. Ja. Ja, aber die hat mich irgendwie irritiert teilweise. Und wir hatten noch irgendeinen guten geguckt. Ja, und irgendwas. Zum Abschluss des Horrorabends haben wir Pixels geschaut mit Adam Sandler. Stimmt, oh, das war das Gruseligste überhaupt. Der war wirklich ein ziemlicher Horror. Ja, obwohl ein Gag war drin, wo wir gelacht haben. Das welche war das? Das war irgendwas, wo Kevin James irgendwas Dummes zu Queen sagt. Kevin James hat das Dummes gesagt? Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Okay, Wolfgangs Lieblingsthema. Unsympathische Glatzköpfe. Wann kommt die Fortsetzung des neuen God of War? Oder wird es zunächst noch DLCs für den Erstling geben? DLCs, da hat man echt noch nichts gehört, ja? Nee. Ich glaube, jetzt war eigentlich schon ein bisschen spät, dass wir noch was kommt. Wäre ein bisschen spät, ja. Ja. Horizon hatten sie sich auch Zeit gelassen. War nicht so viel. Moment, das kam. Das kam im März raus. Horizon kam im März und der DLC kam, glaube ich. November, der DLC. Und vor allem wurde der DLC auf D3 gezeigt schon. Ja, aber da wurde der DLC aber genau, den haben wir auf D3 schon gesehen. Und ja, keine Ahnung. Oder vor kam jetzt wann raus? Im April? Ja.
Und ich glaube jetzt auch. Sie hätten mindestens jetzt schon mal irgendwie zeigen müssen, auf der Gamescom spätestens eigentlich. Und ich glaube, God of War hat jetzt nie wirklich so klassische DLCs, oder? Nee, die früher nie. Also wird es hier wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Würde mich überraschen, wenn da was kommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wann kommt dann God of War? 2? 2 dann, ja. Boah, entweder ganz spät im PS4-Lebenszyklus oder PS5. Ja. Ja. Denke ich auch. Ich würde jetzt so sagen, so ungefähr in so 3 Jahren oder sowas. Ja, 2, 3 hätte ich jetzt auch gesagt. Könnte so ein letztes Highlight für die PS4 noch sein, aber es muss auch nicht sein. Denn Sony nimmt sich ja doch jetzt immer sehr viel Zeit für die Sachen. Ja. Und, was ich auch gut finde. Ja, klar. Auch, ich finde es auch gut, dass Days Gone nochmal so ein bisschen nach hinten verschoben wurde für Feintuning und so. Ja. Sie sagen natürlich offiziell, ja, kommen so viele starke Spiele daneben raus, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, Days Gone wird sehr mittelmäßig. Ich glaube nicht, dass es geil wird, aber ich glaube, es wird gut. Ja, ja, ich glaube, das wird so ein 70er-Spiel, aber mehr 60. Oh, 70. Eigentlich so spontan getippt. Also... Vielleicht eine 8. Ich habe es ja jetzt schon... Habe ich es 2 oder 3 Mal gespielt? 3 Mal. 3 Mal gespielt. Durch. Und vom Gefühl her würde ich sagen, auch irgendwie so hohe 70 bis Mitte 80 könnte es geben. Ja, wunderbar. Das muss ich das, ja auch erstmal dann auch über die ganze Spielzeit. Ja, eben. Es so ist auch nichts sonderlich Originelles oder so, aber das, was es gemacht hat, was ich spielen konnte, hat es gut gemacht. Und es hat Spaß gemacht in dem Kontext. Von daher, also wird vielleicht jetzt nicht der Oberknaller wie ein God of War oder ein Horizon oder sowas. Hm. Ja. Aber es wird halt einfach wahrscheinlich ein gutes Ding, was das Portfolio der PlayStation Exclusives nochmal aufwertet. Das ist ja genauso wie ein Detroit Become Human, was kein herausragendes Spiel ist, was aber bei dem, was es macht, eben richtig gut funktioniert und einfach das Portfolio auch sehr gut erweitert. Ich bin auch sehr gespannt, weil wir hatten ja diese extreme Zombie-Übersättigung. Ob das ist dann schon wieder genug Zeit dazwischen ist, dass das da dann wieder auch wirklich Leute, also eine große Käuferschicht anspricht. Da habe ich eher Zweifel dran als an der Qualität des eigentlichen Spiels. Geht mir genauso. Weil, ja, einmal diese Zombie-Übersättigung und ja, du hast es auch schon so ein paar Mal gehabt. Es sind ja auch gewisse Aspekte auch aus anderen Spielen drin, wie hier State of Decay so ein bisschen und ja, gut, State of Decay gab es halt auf der PS4 nicht. Das ja, klar, der Vorteil. Aber hat sich der zweite Teil jetzt mega verkauft? So? Nee, ich weiß ordentlich. Nicht. Das war ordentlich so. Ja. Und der Zombie hat aber auch keine Zahlen im Kopf. Von daher, ja. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt der Riesen-Seller wird. Aber State of Decay hat halt aber auch das Problem, dass es auf der Xbox One halt ist, die hierzulande nur mal unter ferner Liefen läuft, leider. Na gut, du kannst ja auch auf dem PC spielen. Aber auch nur über den Windows 10 Store. Ja, gut. Das heißt, nicht Steam, nicht GOG, nicht irgendwie was anderes. Ja, also ich dachte, es kommt noch was. Ich dachte auch, es kommt noch was. Ich glaube zumindest, dass State of Decay nicht bei Steam ist. Nee, ist nicht. Das erste ist, glaube ich, drin. Ich habe keine Nachträglich Ahnung. Mal. Ist das erste nicht irgendwann indiziert gewesen? Nee. Nee? Ich dachte. Da gab es immer eine deutsche Version, soweit ich weiß. Oder gab es überhaupt eine zensierte? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Das hat Marco hier doch auch andauernd gespielt, wenn er mal wieder nichts zu tun hatte. Das sterbende Licht, das ist indiziert. Ja, das ist indiziert, ja. Ja, aber das ist auch nicht besonders gut. Auf jeden Fall haben wir noch eine Frage von Zockerfreak. Das ist natürlich eine Was-ist-wahrscheinlicher-Frage. Dass Sascha seine getragene Unterwäsche auf eBay versteigert und damit Profit macht oder dass die DLC-Politik auf der PS5 ausstehen wird. Bis jetzt hast du noch keinen Profit gemacht, oder? Wer sagt, dass ich Unterwäsche trage? Ja, die ist ja auf eBay. Leute, lass uns die Frage mal ernsthaft beantworten. Ja. So wie sie es verdient. Ja. Ich glaube tatsächlich, da ist es wahrscheinlicher, dass Sascha seine getragene Unterwäsche versteigert und Profit macht. Ja, das wird eher oft, also... Alter, die Leute, die kriegen zu viel, wenn du deine Wasserflasche da auf den Tisch bollerst. Bastard. Nicht mal das kannst du richtig. Stell dich auf den Boden, machst du so viel Krach. Entschuldigung, im Blasen bist halt du ja der Profi. Ja. Jedenfalls, nee, ich glaube auf der PS5 wird es tatsächlich gar keine... Reden. Auf der PS5 ist gleich gar keine DLCs mehr geben, weil die Entwickler merken, oder beziehungsweise die Publisher und Manager, dass die merken, hey, wir haben das eigentlich gemacht, weil wir dachten, die Leute wollen das, aber die wollen das gar nicht, dann gibt es das nicht mehr. Denke ich.
Ich denke halt, dass der Digitalmarkt eher noch stärker werden wird mit der PS5 und da gehören DLCs halt dazu. Dieses ganze Games as a Service Modell wird noch weiter wachsen. Das ist genau das. Ja, das ist halt eins von diesen Sachen, wo die Publisher sagen, ja, it's not gonna go away. Leute wollen keine Horrorspiele mehr, Leute wollen keine Singleplayer-Spiele mehr. Wo immer so den Leuten gesagt wird, was sie gar nicht mögen. Ja, was einfach ein Weit ist, weil sie halt mit den anderen Zeugen mehr Geld verdienen können. Die Third Party sind es halt vor allem. Womit hat Sony dann auch so Erfolg, diese Konsolengeneration? Was für vernünftige Singleplayer-Spiele. Nee, das wollen die Leute nicht, Chris. Hast du nicht zugehört? Oh, Entschuldigung. Don't you have a phone? Ich zieh das zurück. Das war das nächste Gute. Das war schön. Leute wollen kein Diablo auf dem PC mehr. Ja, also manchmal fragt man sich echt, was für komplett geistesgestörte Vollidioten. Vor allem, es wäre so leicht gewesen, da bei den Publishern, es wäre so leicht gewesen zu sagen, wir machen das jetzt, wir machen auch noch normales Diablo, aber wir haben jetzt erstmal nur das. Ich meine, das beste Beispiel, ein Satz. Das beste Beispiel ist Bethesda auf der E3. Mini-Teaser, der überhaupt nichts sagt, außer, natürlich, hey, übrigens, hier ist das Logo von Elder Scrolls 6. Mehr brauchst du nicht. Aber naja. Alter! Aber naja, vielleicht sind sie einfach dumm. Ja, vor allem, dass es in Arbeit ist, wusste doch sowieso jeder. Ja, und wenn es nicht in Arbeit ist, dann sagt, wir arbeiten dran und dann fangst du halt erst mit einem halben Jahr an. Ja. Du sagst, ja, es kann noch 10 Jahre dauern, fertig. Ja, und diesen einen Satz fand ich halt, war das Frechste. Ja, yeah, don't you have phones. Und darf ich auch mal sagen, dass Fallout 76 mich so überhaupt nicht anmacht. Alles, was ich davon sehe, schreit so belanglos. Ja, wir waren bei Bethesda. Ach so. Sorry, da will ich einfach mal loswerden, dass ich das so abturnend finde, alles. Ja. Ich weiß nicht. Das sieht halt auch so kacke aus. Das große Problem ist halt, dass ich das letzte Fallout, was ich gespielt habe, war Fallout 4. Also ich habe die 71 Teile dazwischen nicht gespielt. Ich habe Angst, dass ich die Story vielleicht nicht verstehe. Oder 63 wäre gut. Nee, also mich reizt es ein bisschen. Es ist so, dass ich mir denke, ja, wenn ich gerade sonst nichts zu tun habe und der Controller in meine Hände fliegt, dann spiele ich schon. Ja, aber das ist doch eigentlich... Stimmt natürlich, wir haben fast keine Videospiele hier. Du bist ja eigentlich Fallout-Fan, oder nicht? Ich weiß noch, wie du dich auf den vierten Teil gefreut hattest und wie lange du dran gezockt hast und auch mit Freude dran gezockt hast. Und dann kommt halt Neues und denkst so, Ja, es ist halt, ich bin halt auch kein MMO-Spieler und ich bin kein Online-Spieler groß. Ja, schauen wir mal. Also sieht halt auch so hässlich aus. Ich muss es jetzt für die Arbeit spielen, deswegen, ich würde es privat jetzt nicht sofort spielen. Ich werde es für die Arbeit spielen müssen, weil ich da gemeinsam mit dem Kollegen Matthias Dammes das betreuen werde, aber... Tust du das? Ja. Aber ja, das Geheimnis ausgeplaudert, du solltest ihn von dem Fall abziehen. Ja. Verdammt. So, ich kann's leider nicht gutheißen, wenn interne an die Presse geraten. Verdammt. Du störst damit die Ermittlung. Ja. Ganz ehrlich. Kannst du mir nachher schießen, wenn ich draußen. Kannst du bitte gleich, wenn du hochkommst, deine Dienstmarke bei Maria abgeben? Ja. Und deine Waffe. Und deine Waffe. und dann nimm dir erstmal Sonderurlaub für die nächsten. Ich hab so eine Wasserpistole. Ja, auf jeden Fall, Fallout. Wie sind wir zu Fallout gekommen eigentlich? Was? Du hast mit Fallout angefangen. Ich habe damit angefangen, weil du was von Bethesda gesagt hast. Und da habe ich sofort Fallout 76 im Kopf gehabt. Weil ich das angucke und mir denke, Ich bin da sehr gespannt, wie es bei den Leuten ankommt. Weil ich habe das Gefühl, dass es da keinerlei Hype oder großes Interesse von den Spielern gibt. Irgendwie. Ja, so vielleicht irre ich mich. Vielleicht wird sich 10.000 also, Millionen mal verkaufen. Wenn ich mir so Kommentare durchlese, dann hast du so ein paar Leute, die sagen, hey, geil, freue ich mich drauf. Aber die meisten so, sieht nicht so gut aus. Oder ich hätte lieber ein normales Fallout. Oder was man halt nicht unterschätzen dürfte, ich glaube tatsächlich, dass so die klassische Zielgruppe der Fallout-Fans, dass da vielleicht nicht ganz so viel Hype ist. Aber was du halt siehst, ist, dass diese Survival-Online-Dinger, die gehen halt bei Steam jedes Mal durch die Decke. Mhm. Egal, was da Neues rauskommt. Da kommt irgendein Spiel raus, wo du in den Wald geworfen wirst und sonst nichts zu tun hast. Und das ist halt 3 Tage lang Steam Nummer 1. Ja, schauen wir mal, vielleicht ist diese Zielgruppe... Kevin in the Woods. Ja. So in etwa. Sie spielen Kevin und sie sind im Wald. Ja. Sie müssen überleben. Sie müssen überleben. Sie sind Kevin in the Woods. Hier, tun sie sich mit 20 anderen Kevins zusammen. Hier, jeder von ihnen kriegt einen... Doch schlussendlich fällt ihnen auf, dass die anderen Kevins eigentlich nur ziemliche Ottos sind. Ja. Jeder kriegt eine Schaufel und dann, keine Ahnung, vergibst du deine Kacke im Wald. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt... Um die Bären nicht anzulocken. Ja. Das wäre realistisch. Das ist ja Survival. Du musst kacken. Nein, tu es nicht. Dahinter ist ein Bär. Lass uns erst in Deckung gehen. Das ist ein gemeiner Klabusterbär. Und die auch so anlocken kann, wenn man sie jagen will?
Aber ich glaube, damit haben wir Zockerfreaks Frage beantwortet. Einer scheißt hinter den Baum und 15 andere hauen mit dem Spaten auf den Bären, einer da gerade kommt. So. Aber ich glaube, damit haben wir Zockerfreaks Frage beantwortet. Ja, ich glaube auch. Was war die Frage eigentlich nochmal? Unterwäsche oder Glissi? Achso, ja, Unterwäsche. Ja, aber siehst du, wir haben mit Saschas Unterhose angefangen und sind bei Scheiße geendet. Ja. Der Kreislauf des Lebens. Ja. können wir, ich würde so gerne jetzt Elton John's Circle of Life kurz einspielen, aber... GEMA und so. Ja. Yeah. Super Mario 2103. Ja, gibt's denn sowas? Ja, gibt's denn sowas? Wieder ein 2-Wochen-Rhythmus. Da freut man sich doch. Hoffentlich hält es noch eine Weile an. Übrigens, Matti Panzerdragoon Orta war auf der ersten Xbox. Du das meinst, war der Name von der Hochzeit. Matti Panzerdragoon Orta. Es findet, die haben da so einen Namen. Matti Panzer Dragunata. Das war auf der ersten Xbox. Du meintest bestimmt Panzer Dragoon Saga, als es um die drei guten Spiele ging, die für den Sega Saturn rauskamen. Das war allerdings tatsächlich richtig gut. Aber ja, das war es dann leider schon fast auch wieder an guten Spielen für den Sega Saturn. Ich habe keine Ahnung, was im Saturn war und was nicht. Ich habe mich mit dem Ding, glaube ich, in meinem Leben 10 Minuten beschäftigt. Ich habe es tatsächlich mal gespielt, aber ich kann mich an die nie. Games nicht mehr richtig erinnern. Hm. Ich nie. Mein Onkel hatte mal kurz einen Saturn, weiß ich. Aber den hat er, glaube ich, nach 2 Monaten oder so verkauft und sich dann eine Playstation geholt. An Mediamarkt, ne? Die hatten ja damals auch den genialen Einfall. Als die hatten ja damals den Saturn angekündigt, ich glaube eher auf der E3, ich bin mir nicht sicher. Und das Ding ist irgendwie 2 Wochen später in den Handel gekommen. Das Geile ist nur, dass die ganzen Entwickler auch nicht eingeweiht haben. Das ist keine für das Ding Entwickler aus irgendwie 10 Spiele oder ja, so. Ja, mein Onkel hatte auch nur irgendwie so 6 Spiele oder sowas. Und keine Ahnung, da ist mir die Qualität auch noch nicht so aufgefallen. Ich habe dann immer das Fußballspiel gezockt. Hm. Und der hatte noch irgendeines, das wir gespielt hatten. Lothar Matthäus Superstar Soccer. Ich glaube, das war irgendein Rennspiel oder sowas. Naja. Ja. Kommen wir zu den Fragen vom Super Mario. Erstens, eure Top 3 der schlechtesten Videospielkonsolen ever, Handhelds inklusive, also von Game Gear über Sega Nomad, beziehungsweise generell alles, was Sega je im Handheld-Bereich gemacht hat. PS1, PS2, PS3, die sind voll alt. Nein, keine schwer. Ahnung. Ich hatte von den schlechten Konsolen wie Nokia N-Gage oder sowas nie, weil ich wusste, dass die schlecht sind. Eben, es ist halt von denen, die ich hatte oder mal benutzt hatte, in der Reihenfolge... Von schlechtes zu... Boah, ist das schwer. PSP Go. Ganz weit oben. Das war die PSP, die kein Laufwerk mehr hatte. Ja, ich weiß. Aber sie hat ein cooles Design gehabt eigentlich. Ja, aber es ist die dümmste Idee ever. Gesundheit. Danke. Ja, es war echt auch viel zu früh. Ja, vor allen Dingen, weil zu dem Zeitpunkt jeder schon einen Haufen von diesen scheiß Minidiscs hatte. Ja. Und es gab noch nicht mal alle PSP-Spiele als Download, nur ja. nicht ausgelegte. Genau. PSP Go, Game Gear, einfach so, um ihn zu nennen, hatte nie einen, ein Kumpel hatte einen. Ich fand ihn eigentlich auch nicht so scheiße, aber es war halt, hat er gegen Game Boy hat er halt komplett abgestumpft. Und die Wii U. Ich sage Ucha, N-Gage, Ucha? Ucha? N-Gage und Virtual Boy. Hast du Uya? Nee, aber ich habe zumindest mal damit gespielt. Uya, sag bloß. Okay. Uya, ja. Uya, N-Gage und Virtual Boy. Ah, hattest du einen Virtual Boy? Nee, aber ich habe alles schon mal ausprobiert zumindest. Okay. Uya, ja, Uya ist auch ganz oben dabei. Uya. Sag, okay, den Game Gear, den habe ich zwar nicht selbst besessen, aber meine Cousine. Und die wollte immer tauschen, dass sie mit meinem Gameboy spielen durfte. Und hat mir dann ihren Game Gear angeboten. Und Sonic kann man ja mal spielen, ja, da drauf. Aber der Rest war halt so scheiße. Das Geflacker hat dich nach einer Stunde so genervt. Geflackert und... Irgendwie so gefühlt alle 5 Minuten waren die Batterien alle. Ja. Das war schon ein richtiges Scheißgerät. Aber ich habe es mir selbst dann immer so ein bisschen schön geredet, weil ich so ein bisschen Sega-Fanboy war. Und es war halt Farbe, was halt schon cool war damals. Ja. Und ich muss tatsächlich den Game Boy Advance nennen. Den fand ich überhaupt nicht gut. Den Ursprung, meinst du? Ja, den habe ich quasi benutzt, um alte Gameboy-Spiele zu zocken, weil mein alter Gameboy kaputt war. Und ich fand die Spiele, die für den Advance rauskamen,
eigentlich immer ziemlich mäßig. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich mit der Spielegeneration nicht warm geworden. Also ich würde verstehen, wenn du sagst, vom Designer der erste Awards, der war scheiße, war aber der SP war echt cool, finde ich, mit dem Bildschirm, mit dem Beleuchteten. Ja, den hatte ich nicht, ich hatte den normalen und der irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte den Gameboy nicht richtig und ich mochte auch die Spielauswahl nicht richtig. Okay. Ist was komplett Subjektives einfach. Und boah, da müsste ich überlegen. Ich mache dann auch noch dann, die ich selber habe. Boah, ich glaube, da nehme ich, normalerweise würde ich sagen Wii oder Wii U, aber die hatte ich nicht. Wii U hatte ich auch nicht, ich hab eine Wii, die war okay. Ich sag einfach mal die erste Xbox, die ich zwar auch nicht besessen habe, aber viel mit gezockt, weil ein guter Kumpel von mir die hatte. Die Konsole an sich von der Power und so, alles okay. Aber alles an diesem Ding war so scheiß schwer und klobig und also komplettes Design aus der Hölle. Und der Kumpel hat halt ein bisschen weiter weg gewohnt und wenn wir dann das irgendwie transportieren mussten, auch noch zu einem anderen Freund, also das war einfach immer ein Rumgeficke. Also wenn ich jetzt nach den Konsolen, die ich selber habe, gehe, dann würde ich sagen, das ist halt schwer, wie gesagt, ich mag eigentlich alle meine Konsolen, sonst hätte ich sie nicht. Ja. Dann würde ich sagen, wie einfach, weil das Bewegungsfeature halt irgendwann nach den ersten 10 Minuten, was cool war, die nur auf die Nerven gegangen ist. Wii U nicht, weil es gab trotzdem zu viele Spiele, die ich dafür mochte. Also Wii würde ich sagen, dann Xbox 360 einfach, weil nicht, weil die Spiele schlecht waren, weil es einfach als Konsole extrem billig verarbeitet war. Ja, also auch ein eher Design Schwächen wie bei mir bei der ersten Xbox. Und dann allein dieser Controller. 3 wird schon schwer. Ja, geh mal zu dieser Zeit. Also rein objektiv betrachtet ist die PS1 natürlich auch heutzutage kaum noch anschaubar, dass die Discs ständig nicht gelesen wurden, dass halt die Memory Cards irgendwie nicht erkannt wurden, teilweise auch, dass das ewig lang zum Laden gebraucht hat, aber das war halt 1995 und entsprechend kann man da schon noch andere Sachen verzeihen und ich hatte viel Spaß mit den Spielen. Darum will ich halt dann auch noch die Wii U dazu, einfach notgedrungen, weil ich halt die Konsolen, ich habe eigentlich schon alle mag und da muss ich halt schauen, welche ich am wenigsten noch mag. Ich muss auch sagen, also die Konsolen, die ich hatte, mag ich eigentlich alle. Da habe ich jetzt nie irgendwie einen riesigen Fehlkauf oder sowas gehabt. Mhm. Was ich auch mit der PSP, mit der alten, viel Spaß gehabt. Mhm. Vita ist nach wie vor im Einsatz, im Urlaub. Vita ist ein cooles Ding, es gibt halt leider wenig AAA-Sachen. Ich zock auch immer mal wieder noch Master System oder Mega Drive. Absolut, ja. Vita mag ich halt, zum einen hast du da viele Dungeon Crawler und JRPGs, was ich halt auch schon mal gerne spiele. Und die Sportspiele darauf, die sind halt für den Urlaub halt super. Oh, eins kann ich noch sagen. So FIFA auf einer Vita für irgendwo im Urlaub hocken, ist perfekt. Klar, da ist egal, wenn es ein bisschen beschnitten ist, weil es ja nur für zwischendurch ist. Ich kann noch Sega CT habe ich tatsächlich zu Hause, aber das ist halt nur ein Add-on, mehr oder weniger. Ja, Konsolen-Add-on. Ja, aber das kann man schon nennen, das war nämlich komplette Scheiße. Das ist auch tatsächlich kaputt inzwischen schon, aber ich habe es noch zu Hause. Ist kaputt? Ich glaube, also ich habe es vor 2 Jahren mal versucht, irgendwie nicht zum Laufen. War das nicht bei allen Sega-CDs so, dass sie irgendwie nach einem halben Jahr kaputt gingen? Ja, aber gut, da musst du die 360 auch nennen. Ja, darum habe ich sie auch genannt. Da hat jeder im Schnitt 2 bis 3 gebraucht. Darum habe ich sie auch genannt, weil eben die technisch schon mies war. Echt nicht? Ich hatte bei mir ist nur einmal. Moment. Ich hab meine zweite aktuell noch. Ich habe meine dritte, glaube ich. Ich habe meine erste. Die ist jetzt kaputt. Ich hatte meine erste mal reparieren lassen. Aber da war aber. Ich hatte keinen Ring of Death, ich hatte irgendwas anderes am Laufwerk. Die habe ich dann mal weggeschickt. Was hatte ich? Ich hatte die schwarze Elite von der normalen 360. Und ich weiß gar nicht, hatte ich einen Red Ring of Death? Oder wann? Nee, irgendwas. Ich glaube, das Laufwerk war kaputt und hat nichts mehr gelesen. Also keine Disc mehr erkannt. Und dann hatte ich eine Slim, eine 360. Boah, hatte ich das mal, wo du gerade das Laufwerk nicht gelesen hast, hatte ich das mal erzählt, wie ich mir die Monkey Island Remaster Edition gekauft hatte? Nee, glaub nicht. Wo hatte ich die gekauft? In irgendeinem größeren Supermarkt, ja? Ja. Wollen ja auch keinen Namen nennen. Ja. Edeka? Und. Nein. Aldi? Nein, in diesen Märkten, wo auch eine Elektroabteilung ist und so, ihr wisst schon. Mediamarkt ist super. Boah, beim Real, du Arschloch! So. Und ich wollte Marktkauf als nächstes sagen und dann Kaufhof. Und Beste, dann Karstadt. Aber ich glaube, wir sind uns nach wie vor einig, das Beste ist Edeka. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Wenn du da netto irgendwie sowas kaufst, musst du ja immer die Information. Ja. Und du hast halt so eine Leerbox und kriegst dann eben. Oh Gott, ja, das ist Spiel Real, macht das noch, ja. So ist das beim Real. Und Spielanleitung und sowas. For real? An sich überhaupt kein Problem. Aber was mir dann erst zu Hause aufgefallen ist, sie hatten das Handbuch an die Rückseite der DVD geklebt. Geklebt. Ja, da war so ein Kleberückstände. Cool. Die musste ich dann irgendwie entfernen und säubern und sowas. Und irgendwie nach 100 Versuchen hat mein Laufwerk das dann erst lesen können. Das hätte ich gar nicht entfernt, da wäre ich mit zurückgefahren, hätte ihn das auf den Tisch geknallt. Ja, das war ein bisschen weiter weg, da konnte ich nicht so einfach zurückfahren, war das Problem. Na gut, habe ich trotzdem. Dann habe ich es erstmal so versucht. Ja. Und sonst hätte ich den immer noch aufs Dach steigen können. Aber da habe ich irgendwie 2 Stunden dran gesessen, bis es mal lief. Ich hätte sie, glaube ich, gefragt, ob sie Lack gesoffen haben oder ob sie irgendwie geistig behindert sind. Mir ist tatsächlich mal eine PS3 auch kaputt geworden. Die musste ich auch mal ersetzen. Kaputt geworden ist die? Ja, ziemlich blöd. Blöd? Ich habe kaputt geworden. Blöse. Ich habe mir nicht versprochen. Kaputt gegangen. Nein, nein. Kaputt gegangen? Ja, kaputt geworden ist jetzt aber auch nicht per se völlig falsch. Doch. Sie ist kaputt geworden. Sie ist kaputt geworden? Sie wurde kaputt? Nein. Das ist egal. Ich schon. Nein. In Österreich kann man das mittlerweile ja vielleicht sogar sagen. Ne? Naja. Okay, ich glaube, die erste Frage haben wir hinter uns. Ich überlege gerade, habe ich eine kaputte PS3 gehabt? Nee. Meine Fat Lady ist noch zu Hause. Okay. Komm, sagst du. Nein, du diskutierst nicht über deine Mutter oder nein, sowas. Nein. Ich hatte auch was im Kopf. Nein. Auf das Niveau gehen wir jetzt so echt fett nicht. Ist deine Mutter. Das wird sie sehr freuen. Mama, gute Nachricht. Lukas findet dich nicht fett. Nicht so fett. Die zweite Frage von Super Mario 2103. Irgendwie habe ich ein wenig den Überblick verloren, wer bei euch jetzt was macht. Da Sascha ja mittlerweile Redaktionsleiter ist, was macht Wolfgang dann jetzt eigentlich? Ist er geplatzt? Ist er nun das Verlagsgebäude? Oder steckt er einfach nur seit Jahren im Aufzug fest? Alles drei. Ja. Nee, Wolfgang. Der Walfang-Fischer. Der Walfang. Walfang-Fischer ist Walfang ist schön. Hey, Walfang, komm mal her. Wolfgang ist schon seit. Vor allem in Verbindung mit Fischer. Walfang Fischer. Ja, Wolfgang ist seit einem Jahr jetzt schon fast raus, eigentlich. Also so richtig seit dem 1. Januar, aber eigentlich so. Echt? Mehr oder ich dachte schon länger noch. Na, gefühlt. Aber so komplett eigentlich seit letzten Dezember ist er raus. Und wie heißt denn die genaue Position jetzt? Er leitet halt eine andere Abteilung, das war jetzt nicht die genaue Position. Und macht da so Koop-Sales-Geschichten. Genau. Ja. Und hat mit der Redaktion nichts mehr zu tun. Er rollt aber noch immer ständig durchs Gebäude. Ja. Und ab und zu rollt er auch noch zu uns ins Büro. Dann rollen wir wieder raus. Und ist laut. Das Schöne ist, da Wolfgang uns jetzt nichts mehr zu sagen hat, kann man einfach sagen, geh weg. Ja. Das haben wir vorher auch gesehen. Ja, aber er hat sich nicht dran gehalten. Das ist wahr. Ja. Verkugel dich. Und jetzt kommt dann nur noch sowas wie, ihr werdet mich auch noch vermissen irgendwann. Und dann weint er und rollt weg. Ja. In seine kleine Fettkammer. Unsere kleine Sahnebutterhopfdohle. Wir haben dich lieb, Wolfgang. Nee, nicht wirklich. Dritte Frage von, wer war es nochmal? Super Mario. Glaubt ihr, nachdem Spider-Man ja zum erfolgreichsten Exklusivtitel Sonys aufgestiegen ist? Spider-Man ist voll erfolgreich auf der PS4. Das beste Spiel überhaupt. Dass wir A, hier noch eine Fortsetzung sehen und oder B, Sony sich hier noch weitere Marvel-Spiele exklusiv sichert. Würde sich ja anbieten, dass Spider-Man auch wirklich ein tolles Spiel geworden ist und Marvel ja ohnehin eine Cash-Cow ist. Zudem gibt es in Spider-Man ja eine leichte Anspielung auf ein anderes Marvel-Franchise, was ich an dieser Stelle aber nicht spoilern will. Es gibt Anspielungen auf ungefähr 15 andere Marvel-Franchises im Spiel. Aber es gibt auch gute Gründe, warum es nur Anspielungen sind. Ja. Denn, klar, Sony hat die Finanzpower, um da mit Marvel was zu deichseln. Und Marvel findet das wahrscheinlich auch jetzt nicht so ungeil, weil die PS4 halt sich super verkauft hat und Spider-Man sich auch verkauft hat. Allerdings muss man bei Spider-Man natürlich sagen, dass Sony die Rechte hat. Genau, das war das Leichteste, auch diese Lizenz zu kriegen, weil Sony da die Rechte hält. Ja. Spider-Man, die Marke, liegt ja eigentlich immer noch bei Sony Pictures. Mhm. Und dass es jetzt wieder bei Marvel ist, mit
dem neuen Spider-Man eben mit Homecoming und so oder bei den Avengers, liegt eben daran, dass sich Sony nach der gefloppten Amazing Spider-Man-Reihe mit Marvel geeinigt hat. Es gibt übrigens jetzt Gerüchte. Aber die Rechte hat Sony nach wie vor. Die Rechte haben sie nach wie vor. Sie haben sich nur geeinigt, genau. Also es gibt jetzt Gerüchte, nachdem Venom ja ziemlich schlecht, aber auch sehr erfolgreich war. Venom heißt das. Kannst du kein Englisch? Venom. Venom. Gibt es jetzt Gerüchte, dass Sony, jetzt finde ich, zeige ich das richtig? Zorni. Das ist Zorni. Nee, aber, Rivale von Panasonic. Die Zorni Blaster. Es gibt jetzt Gerüchte, dass Sony jetzt, nachdem Venom so erfolgreich war, den Vertrag mit Marvel jetzt wieder auslassen lassen durch die Kooperation und dann doch wieder eigene Spider-Man-Sachen machen. Wenn ja, das habe ich auch gelesen, dann was Bullshit ist. Ja, so Sony ist auch abhängig von gewissem Geld, was Marvel da wahrscheinlich springen lässt. Und die Filme laufen nun mal so ein bisschen besser. Dafür muss man natürlich sagen, dass Sony Pictures jetzt nicht bekannt ist für kluge Entscheidungen. Ganz genau. Die sind scheiße. Muss man, ja. Sie geben Adam Sandler regelmäßig Geld für Filme. Sie haben so eine recht coole Filmidee. Und dann denkt sich, okay, wie können wir es schlecht machen? Und dann teilweise ja. Meinst du wie bei Star Wars? Ja, das ist jetzt nicht Sony. Nee, aber wenn du anschaust, also Sony-Filme sind so oft einfach richtig furchtbare Grütze. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, so konsequent. Obwohl ich sagen muss, der Venom-Film war okay. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube aber auch, dass der okay ist. Der ist trashig und ich habe bei ein paar Sachen extrem lachen müssen, weil es schlecht war. Aber ich bin jetzt nicht aus dem Kino gegangen und fühlte mich irgendwie zu Tode beleidigt. Außerdem haben sie Ed Hardy in der Hauptrolle. Wie nach einem Suicide Squad damals. Ja. Ne? Außerdem haben sie Ed Hardy in der Hauptrolle. Ich mag seine T-Shirts. Gibt's die überhaupt noch? Ich sehe in letzter Zeit wenig Proleten mit Ed Hardy. Keine Ahnung. Gibt's was Neues irgendwie bei den Assis? Ich weiß es nicht. Was da gerade in ist? Schreibt es uns doch mal. Ja. AfD-Fanshirts. Hat hier nicht einer von diesen geilen... Der Podcast wird doch jetzt auf YouTube hochgeladen. Schreibt uns doch mal, was für Klamotten ihr tragt. Hat nicht einer von den Geissens auch so eine scheiß Mundlinie oder ist das auch schon wieder out? Ich weiß es nicht. Ich trage eigentlich nur Harald Klöckler. Ja. Ich muss jetzt gerade echt überlegen. Also nicht seine Mode, sondern ihn. Sind. Ich trage ihn jetzt. Er ist ja faul. Ich wickle ihn um meinen Körper. Boah. Spider-Man. Ja, Spider-Man. Aber also eine Spider-Man-Fortsetzung per se ist schon wahrscheinlich. Denke ich schon, ja. Super wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, Insomniac hat er selbst auch Bock drauf. Ja, und vor allem man hört Insomniac eben auch, heißt das. Ja. Und bei anderen Franchises ist es halt auch so ein bisschen schwierig. Marvel hat er halt auch schon ein bisschen verteilt, denn es... Muffle heißt er. Es gibt ja auch einige Gerüchte, oder ist ja eigentlich schon angekündigt, Avengers von Square Enix. Das ist schon angekündigt, ja. Es gibt noch nicht wirklich viele Infos. Oder seit einem Jahr nicht so lang, zwei oder so. Es gab wirklich nichts außer dem Teaser, ja. Ja. Und ja. Logo halt. Da, man muss mal ein bisschen sehen, wie da sich kommt das aber gleich nächstes Jahr was zu. In den nächsten, kann ich mir vorstellen. Glaube ich auch. Ja, das und auch Rocksteady, aber dann eben bei DC. Da muss man mal so ein bisschen gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich hoffe, die machen zusammen mit Bebop ein Spiel. Ich will nicht ausschließen, Marvel hat natürlich gesehen, wie erfolgreich Spider-Man auf der PS4 war, dass die jetzt sagen, hey, cool, wir wollen auch ein bisschen mitnaschen, ihr könnt gerne jetzt den und den Helden verwenden. So, das kann schon durchaus sein. Ja. Oder dass sie auch sagen, hey, wir zahlen euch viel Geld, macht jetzt um den jetzt ein Spiel. Das wird sich ausschließen, aber es ist jetzt alles Gerüchte. Während Spider-Man 2 kann es eigentlich sicher sein, dass sowas kommt. Ja, aber ich glaube allerdings, Sony ist da auch clever genug, das nicht zu übertreiben, dass sie da lieber... anstatt irgendwie auszuscheißen, denn sie haben ja jetzt auch nicht 1000 Entwicklerstudios, die richtig geil sind und ein richtig cooles Superheldenspiel im Stile oder in der Qualität von Spider-Man abliefern können. Ich glaube, sie sind da tatsächlich clever genug und sagen auch, Spider-Man ist unser Vorzeigeheld. Das wollte Sony auch immer haben auf der Konsole. Ich meine, damals die PS3 mit dem Spider-Man-Schriftzug und sowas. Ne? Das ist schon irgendwo verbunden, diese Marken. Dass sie da auch eher sich auf Spider-Man konzentrieren und dann gucken, wie vielleicht was funktionieren könnte. Aber ich glaube, da wird nichts übers Knie gebrochen, damit nicht irgendwie dann so Scheiße passiert, wie das Spiel damals zu Thor oder Iron Man Captain America, was halt ja von Scheiße bis mittelmäßig belanglos das lief. Das habe ich getestet. Ich habe es für die Wiedermals getestet. Oh, also nochmal schlechter als die PS3-Version. Ich habe 38 oder so gegeben oder 36. Ich weiß nicht, für was ich gegeben habe, aber ich war ziemlich mies auf jeden Fall. Lustigerweise. Der Test oder die Bewertung? Beides. Lustigerweise ist eines der wenigen wirklich guten direkten Filmumsetzungen, einer der wenigen wirklich guten Spider-Man. Spider-Man 2 damals. Ja. Ja. Eins wollte ich noch sagen, jetzt aber es fällt mir nicht mehr ein, was. Genau, Sucker Punch, was machen die eigentlich gerade?
Weißt du da was? Ja. Ja? Die machen Ghost of Tsushima. Ach, das ist von Sucker Punch, stimmt. Stimmt, ja. Gut, aber ja. Ich wollte gerade sagen, ich wusste aber auch gerade erst mal überlegen. Ich wusste gerade mal, wie es hieß. Ich wollte sagen, Samurai Town. Sonst wollte ich jetzt sagen, weil die. Das weiß ich, wie die Scheiße. Weil ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind welche, die auch ein Superheldenspiel relativ gut machen könnten, tatsächlich. Ja, haben sie ja in dem Sinne mit Infamous. Genau, das meine ich. Ja. Deswegen könnten sie auch relativ gut da. Also ein aber richtiges Superheldenspiel. Ich glaube, so dieser Durchbruch von Sucker Punch wird ja sowieso erst mit Ghost of Tsushima kommen. Ja, die, gut ist. Die Infamous-Dinge, ja, ich glaube, da sind sie echt auf dem richtigen Weg und. Das sah halt fantastisch aus. Was sie so erzählen, was sie einbauen wollen, wie sie es umsetzen wollen und so. Da merkst du, das ist so dieser Schritt nach vorne, den das Studio auch machen musste. Die Infamous-Dinger waren alle gut. Mhm. Braucht man nichts sagen. Aber es waren nie so es diese Überflieger. Gefühl, sie waren keine Naughty Dog-Spiele oder jetzt Spider-Man von Insomniac, ja. Die ja auch einen Schritt nach vorne gemacht haben mit Spider-Man. Das hat dieses Studio ja auch nochmal jetzt weiter nach oben befördert wieder. Und ich glaube, das ist auch bei Ghost of Tsushima der Fall. Absolut, das wird auch ein bisschen anders. Absolut, aber ich meinte, wenn das mal vorbei ist dann und wenn sich dann hoffentlich damit auch einen guten Ruf erarbeitet haben, die wären halt auch relativ prädestiniert für sowas. Ja, die könnten dann, keine Ahnung, Superman für DC machen oder aber was auch immer. Ich denke aber allerdings, dass die Franchise mit Ghost of Tsushima dann rausmachen. Das oder irgendwas ganz anderes, denn Infamous hat sich ja schon über etliche Jahre gestreckt und war eben schon dieses Superhelden-Thema eigentlich. Ja klar, aber mit einer richtigen Zutrauen könnte man großen Marke dran natürlich. Soul of Tsushima und Body of Tsushima und Tsushima Revelations. Ja. Und Tsushima Origins dann? Ja. Und Tsushima Odyssey. Genau. Und der letzte Teil heißt dann Tsushima 3. Nein. Nein. Dann kommt der Reboot, der heißt Ghost of Tsushima. Ja, stimmt. Und dann kommt Ghost of Tsushima 3. Ja. Ja. Electric Boogaloo. Nein, ich denke, Ghost of Tsushima nicht zu Tsushima. Tsushima beliebt, dann setzen sie stattdessen die ursprüngliche Reihe vor. Genau. Ja. Nee, der Reboot heißt dann aber GOT Ghost of Tsushima. Now we're talking. Yes. Ja. Und wir müssen es dann immer nennen, wenn wir drüber schreiben, GOT 2021 oder so. Ja. Ja. Wir haben dich durchschaut, Zwani. Das war eigentlich so. Jetzt alles Fakt. Ja. Muss man wissen. Viertens, euer bisher schlechtestes Spiel 2018 beziehungsweise eure größte Enttäuschung. Ich habe vor, The Quiet Man zu spielen. Aber nur um mich anzuschauen, ob das wirklich so schlimm ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es in Spiele aus der letzten Reihe aufnehme, weil ich so ein paar Szenen daraus gesehen habe und dachte mir so, das kann nicht euer das Ernst sein. Das muss ganz gut sein, ja. Also das, wenn ich es wirklich noch mich ranwagen sollte, dann dürfte das wohl ein Forerunner sein. Boah. So richtige Enttäuschung. Die Kackdinger vergesse ich halt immer sofort. Ich habe eigentlich nicht so richtig beschissen getestet, auch in dem Jahr jetzt, was mir einfallen wird. Ich fand Odyssey recht enttäuschend, was ich gespielt habe, muss ich sagen. Hat mich nichts von gekickt. Auch wenn es jetzt nicht wirklich scheiße war oder so, aber es hat mich einfach nicht gekickt. Enttäuschung. International Basketball Manager. Klingt blöd. Das war so ein Steam-Ding, wo ich einen Code hatte, was ich mir angucken wollte, was ich eventuell testen wollte. Und es hat sich immer nach 2 Ingame-Wochen aufgehangen, reproduzierbar, in jedem Spiel ständig neu gestartet. Was ist mit einem der Themen, über die du nachher reden möchtest? Overkill? Nö, das ist okay. Ist gut? Ja. Ich glaube, ich sage tatsächlich FIFA, obwohl es ein gutes Spiel ist. Nee, da habe ich mehr Spaß mit als letztes Jahr tatsächlich. Ja, aber sie haben wieder nicht die Eier gehabt, es so zu machen, wie sie es erst hatten. Das war auf der E3 und auf der Gamescom ein viel besseres, runderes Spiel, bis aufs Balancing bei der Gamescom, da hätte man dran arbeiten müssen, als so, wie sie es veröffentlicht haben, was es wieder absolut casualig macht. Normal halt. Das ist halt einfach mal die Eier haben oder zumindest dann da 2 Modi draus machen. Dann eben der Casual-Modus für die Pro-Gamer. Weil so sie komisch es klingt, ja. Ja, weil sie sonst wieder heulen. Und dann den für Leute, die richtiges Fußball bevorzugen. Richtigen Fußball bevorzugen. Aber so ist es halt wieder irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ist ein gutes Spiel, es macht auch Spaß, aber es ist immer noch kein Fußball, richtig. Ja. Und das ist immer noch ein
Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich eine Stunde FIFA spiele und danach nochmal PES einwerfe. Ah. Sorry. Ich verzeihe dir. Sonst, ja, Watch Dogs war letztes oder vorletztes Jahr, ne? Watch Dogs 2 war letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, ne? Letztes oder vorletztes? Ja, oder vorletztes. Vorletztes. Jedes Spiel, das irgendwie... Soll schon, kann auch sein. Jedes Spiel, das irgendwie Microtransactions und Lootboxen reingepresst hat und damit das Balancing komplett zerstört hat, nur damit sie irgendwie sagen können, wir haben Players. Ja, war da dieses Jahr ein besonders starker Fall eigentlich nicht? Nee, darum war das jetzt... es kommt eigentlich jedes Spiel mit, ja, aber was mit so einem Scheiß. Aber darum ist es jetzt eine generelle Kritik einfach. Ja. Weil ich finde, das macht die Spiele zurzeit ganz schön. Der letzte Totalausfall diesbezüglich war Battlefront 2 letztes Jahr. Ja, dann gab es noch Mittelerde, Mord of Schatten. Das war davor auch. Ich weiß, ich habe Assassin's Creed das noch nicht gespielt, aber das sollte auch ziemlich übel sein, tatsächlich. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gespielt. Was hat Ubisoft denn dieses Jahr noch rausgebracht? Far Cry 5. Das war tatsächlich. War für mich echt eine Enttäuschung. Das ist für mich auch eine Enttäuschung. Ich fand's, es ist kein schlechtes Spiel, überhaupt nicht, aber. Ich wollte es noch durchspielen, also ich hab's auf der PlayStation angefangen. Nachdem du das erste Mal, also nachdem du diesen ersten Sektenführer da quasi erledigst, machst du nur noch das Gleiche. Es ist unfassbar belanglos, lässt sehr, sehr viel Potenzial liegen. Es hat dieses typische, wir trauen uns das dann wieder nicht richtig anzusprechen. Wir machen nur irgendwelche Andeutungen und sind da super clever. Ubisoft-Ding. Es hat eines der schlechtesten Enden, die man sich vorstellen kann. Es ist... was hätte man daraus machen können? Ja, aber vor Honor kam noch gerade ein DLC raus, den könnte ich nennen. Weil auf Vorne hatte ich mich so gefreut. Und nach einer Woche hat es niemand mehr gespielt. Also ja, aber bei Far Cry 5 hatte ich mich auch echt drauf gefreut. Aber mittlerweile geht es ja, glaube ich, wieder, was Vorne angeht. Ja. Spielen wieder mittlerweile Leute regelmäßig. Aber ja, Far Cry 5 fand ich auch, das war so... Ich habe das betreut, ich war auf mehreren Events und so, ich habe mich echt gefreut, aber dann irgendwie war es irgendwie so... Es war jetzt, wie du sagst, nicht schlecht, aber es war irgendwie so anwesend und dann war es schon wieder mir egal. Irgendwie. Ja, es hat irgendwie auch nichts irgendwie gehabt, was es irgendwie zu was Eigenem gemacht hat. Es war dann doch wieder einfach nur typischer Ubisoft Open World Schlock. Okay. Naja. Und wenn du da dann... Das ist halt nicht mehr das Problem. Also ich mag tatsächlich die Open World Struktur meistens von Ubisoft, aber irgendwie da haben sie es nicht hingekriegt. Es hat irgendwie... Es war nicht so richtig... kaputt, aber es haben die Sachen nicht zusammengearbeitet richtig. Ja, und es hat auch einige Bugs gehabt. Das ja, klar, das auch. Ja, und wie gesagt, dann, das ist was Persönliches, aber das Ende fand ich furchtbar. Größte Enttäuschung, könnte man vielleicht auch die BlizzCon jetzt nachher nehmen, nochmal. Diablo Immortal enttäuschend? Hast du kein Handy? Schmock. Ich spiele das eh nicht auf dem Handy. Also ich habe nicht mal ein Spiel. Das war jetzt keine ernsthafte Frage. Auch um es mal einzuwerfen, ich habe tatsächlich keine Spiele auf meinem Handy. Ich spiele Handy, wenn es gratis ist und ich 3 Minuten Zeit in der U-Bahn habe. Und ich fahre in die U-Bahn, deswegen benutze ich sowas nicht. Wenn ich in der U-Bahn bin und Zeit habe, auf mein Handy zu gucken und mich gelangweilt fühle, dann setze ich Kopfhörer auf und höre Musik. Das mache ich sowieso. Dabei zocke ich dann nicht noch auf demselben Ding. Nee, wenn, dann, keine Ahnung, dann scroll ich mal durch Twitter oder so. Ja, eben. Ja. Wenn ich unterwegs unbedingt spielen muss, dann habe ich halt eine Vita oder ein 3DS oder eine Switch. Switch, ja. 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 Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt haben wir sehr lange diese Frage beantwortet. Ja, aber auch ausführlich und das ist gut. Ja. Denn jetzt kommt nämlich mit der letzten Frage, ja. Glaubt ihr? Das ist, warum willst du das vorlesen? Achso, Entschuldigung, ich dachte, ich habe gerade gelesen, du hast recht. Idiot. Meine Güte. Aber jetzt kommt eh der Absturz, weil The Order genannt wird. Dann könntest du es auch lesen. Fünfte Frage. Glaubt ihr, wir sehen noch eine Fortsetzung von The Order? Nein. Ja, das Spiel war nur mittelmäßig, aber hatte doch durchaus Potenzial. Wenn man hier aus den Fehlern des Erstlings lernt und ein wenig mehr Inhalt bieten würde, könnte es durchaus zu einem Sony Gears of War werden, was es ja scheinbar mal werden sollte, wenn es gut geworden wäre. Nee, nichts mehr, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Glaube ich auch nicht. Das war einfach zu belanglos und ich glaube auch nicht besonders erfolgreich. Also. Nee, es war nicht erfolgreich. Ich fand es ja auch nicht so schlecht. Ich fand es okay. Es war cool inszeniert. Es hat eine geile Grafik, aber das war so schön. Die Grafik war schön. Die Story hatte auch Potenzial, auch wenn sie halt mittendrin aufgehört haben. Boah, die Story fand ich so schlecht. Wer hat das entwickelt, das Ding? Ah, wie heißen sie? Das war doch irgendwas von den größeren Studios. Ready at Dawn. Ready at Dawn, ja. Genau. Die haben danach nochmal so ein Minispiel gemacht, was noch mehr gefloppt ist wie... Ein Minispiel? Ja, irgendwie so ein Arena-Brawler. Okay.
Ding. Das hatten wir damals. Wir hatten damals einen Code. Ich glaube, wir haben es sogar getestet, aber es war halt so, auf dem PC und auf der Konsole waren immer. Also es war ein reines Multiplayer-Spiel noch dazu. Es waren, glaube ich, so mehrere Minispiele. So einmal so ein Mario Kart-Klon, einmal so ein Smash Brothers-Klon. Hm. Sowas halt in der Art, so ein Party-Dings-mäßig. Ich glaube, die meisten Spieler gleichzeitig online waren so irgendwie 30 oder so. Ui. Also es ist komplett gefloppt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es heißt. War das dieses Ding mit diesen Blobs? Ja, ja. Das hatte Paula damals getestet. Ja, genau. Ne? Oder wollte es testen und konnte es nie richtig, weil nie einer mitgespielt hat. Ja, genau. Ja, das ja, war auch ja. von Ready at Dawn tatsächlich. Ich erinnere mich, wie es ausgeschaut hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Ja, aber genau. Ja, die Order, ich glaube nicht. Hätte man mehr draus machen können, ja. Geht wohl nichts mehr. Denke ich auch nicht. War auch damals die schlechteste Gamescom-Präsentation, hatte ich ja auch hier mal erzählt. Ja, das erzählt. Ich war mal in der Gamescom-Präsentation zu dem Ding drin, das war glaube ich das Jahr davor, bevor du drin warst, wo sie es angekündigt haben gerade. Da war ich die komplette Präsentation nur, wo er uns Dias aus London gezeigt hat, wo sie rumgelaufen sind und Fotos gemacht haben. Ich dachte, das ist ein Realitäts- Bei mir hat er quasi die Lebensgeschichte von Nikola Tesla erzählt und realitätsgetreu. Waffen gezeigt. Ja, wie realitätsgetreu das war. Dann hat er halt so irgendwie Fotos von irgendwelchen Brücken gezeigt, wo sie die Nieten dann 1:1 übertragen. Und ich dachte mir so, okay, schön. Ja, ihr gebt euch Mühe, aber können wir das vom Spiel sehen? Oder? Das Yamauchi-Syndrom. Die Nieten müssen korrekt sein. Ja. Apropos Nieten. Scorpspear. Es tut mir leid, ich wusste nicht mal, wer der Nächste ist. Nein, aber schön nochmal von Scorpspear zu hören. Ich glaube, ja. Du hast schon länger nicht mehr geschrieben, oder? Nee. Hoffentlich, jetzt schreibt er nie wieder, aber vielleicht die Überleitung hat. Nix für mich gut. Der versteht das doch eh nicht. Ja, der hat einen englischen Namen. Ich glaube, der redet kein Deutsch. Hallo, ihr von... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja. Telefonstreich. Liest du vor, Sascha. Scorps hier. Hallo, ihr von der Play 4. Das reimt sich sogar. Nein. Wow, da ist... Doch. Ja, dafür ein Küsschen aufs Nüsschen, Scorpsbier. Ja. Wow, da ist es endlich. Red Dead Redemption 2. Und scheinbar ist es auch ganz gut geworden. Aus Zeitgründen werde ich wohl erst spielen, wenn Red Dead Redemption 3 erscheint. Resident Evil Redemption 3 erscheint. Aber es egal. Bestimmt in Resident Evil das Redemption. Was wäre euer Traumsetting für das nächste Rockstar-Spiel? Und ja... Und da ihr ja sehr kreativ seid, wie würde eure Story dafür aussehen? Weiterhin viel Spaß beim Zocken und so. Tschüss mit Ü. Tschüss mit Ü wäre auch schön gewesen. Mein Traumsetting für das nächste Rockstar-Spiel ist eine Privatschule und heißt Bully 2. Ja. Bully 2 wäre schon schön, ja. Ich stimme dir ja selten zu, weil du so viel gequirtelte Scheiße absonderst, aber ja, Bully 2 wäre schon herrlich. Mhm. Ich hätte mir tatsächlich, wenn das noch richtig erweitert würde, so. Mhm. So. Also es muss nicht so riesig werden wie ein... Nein, ich meine gar nicht von der Map und sowas, ja. Aber so von dem Schulalltag her, ja. Was du noch machen kannst. Und jetzt auch, wo sie dieses Interaktionstool in Red Dead 2 eingeführt haben, wie du da dann halt auf dem Schulhof interagieren kannst. Ja. Dass du halt wirklich so ein richtiger Bully bist. Schlagen und begrüßen. Ja. Das Schöne ist eben dadurch, dass es eben nicht diese riesige Welt wäre, wäre es auch wahrscheinlich nicht so eine, es wäre schon eine natürlich große Produktion, aber es wäre auch nicht so eine gewaltige Produktion. Das heißt, es müsste nicht so viel Zeit... Ja, das kann schon so in 2 Jahren stemmen. Genau. Das sollen die machen. Ich hätte da so Bock drauf. Ja. Dann auch verschiedene Fächer noch, die du machen kannst und dass du dann halt auch dir aussuchen kannst, wie du vielleicht was im Unterricht sabotierst oder so. Mhm. Irgendwie so Chemie-Experimente oder sowas, wo du dann wirklich absichtlich eine Bombe noch baust und so. Man könnte sich auch tatsächlich dann ein bisschen so aufziehen, quasi, keine Ahnung, 4 Jahre Schule und das läuft dann über echte Tage hinweg und das kann man bestimmt irgendwie lustig einbauen, dass man es dann irgendwie so... Ja. Ein Jahr ist 30 Tage oder sowas. Ja, irgendwie so. So ein bisschen Harvest Moon-mäßig. Oder das einfach so über die Story vernünftig aufteilen, dass dann halt... nach 2 Missionen halt einfach der nächste Tag ansteht. Mhm. Oder dann geht man, keine Ahnung, dann sind Schulferien, da kommt eine Überblende oder sowas, ja. Genau. Ich meine, das kann Rockstar ja sehr gut, sowas tragen und, und so Verbindungen herstellen und so. Bully 2, geiler Scheiß. Ich habe jetzt richtig Bock, das zu spielen, Mann. Jetzt haben wir schon eine gute Idee. Ja. Rockstar so, Bully 2, warum haben wir da noch nicht dran gedacht? Ja. Danke, Lukas. Und der Michael Herbig sitzt da, die haben meinen Namen verwendet, die verklagt mich. Ja. Boah, ey. Sei lieber lustig. Sei lieber nix. Ja, das kann er nicht. Sei lieber nix mehr.
Ich muss noch, ne? Ja. Ich wünsche mir eine Mafia-Fortsetzung von Rockstar. Von Leuten, die es können. Ja, einfach so, muss ja nicht Mafia heißen, aber so ein Al Capone-Setting von Rockstar mit der Open World, die Rockstar kann. Ja, können wir schon mal. Super geil. Könnte theoretisch ein GTA werden, einfach muss die Vergangenheit. Ja, nächstes halt GTA Al Capone oder was weiß ich. Jetzt mal ohne Witz, ne? Ich habe letztens noch mal drüber nachgedacht. Mafia 3 hatte ja eigentlich eine geile Prämisse. Und hatte auch gute Musik und sowas. Die Story war ja auch gar nicht so scheiße. Ja. Die Kämpfe waren wuchtig. Diese Prämisse als Rockstar-Spiel, fuck, wäre das geil gewesen. Ich fand, mein Lieblings-GTA vom Setting her ist ja immer noch Vice City, weil ich diese 80er-Welt so geil fand. Ja, auch den besten Soundtrack. Aber so ein GTA in 50ern oder 60ern oder 70ern wäre schon auch verdammt geil. Ja, absolut. Boah, so ein Dirty Harry-Ding in den 70ern. Ja, so die Straßen von San Francisco mit Muscle Cars. Da gab es ja einen Driver, glaube ich. Ne? Ja, aber es ist halt ein Driver leider und kein GTA. Sag ich, aber ich meinte nur, es ist hier nicht so, als ob es... Nee, natürlich nicht. Aber sowas halt von Rockstar fände ich schon richtig ja, das geil. Ja, das meinte ich. Man sieht ja dann quasi, wie man es gut, aber durchschnittlich macht. Dann können wir es eben sehen, was man alles besser machen könnte. Ja, das ist schon echt. Es war doch auch mal ein Dirty Harry-Spiel tatsächlich angekündigt. Ich stell mal vor, halt die 70er mit auf der einen Seite Hardrock, Hippies, dann noch Disco-Phase, die anfängt. Alle haben solche Koteletten. Alle fahren Muscle Cars oder irgendwelche fetten Buicks oder so. Alle rauchen die ganze Zeit. Die Elternvereinigungen in den USA gehen auf die Straßen. Die Polizisten haben Shotguns in der Hand, wenn sie aus Autos aussteigen einfach. Und dann einfach zu Crosstown-Traffic irgendwo durch Seattle fahren oder so. Ja, das wäre schon cool. Und GTA-Auftrag erfüllen. Ja. Echt Bock drauf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich auch spielen. Aber Bully 2 ist mir noch lieber. Ich würde das lieber. Aber gut. Geschmackssache. Ja, ich finde es ja auch The Witch nicht so geil. Wenn es das ist, wo es halt jetzt noch keine Vorlage gibt. Ich fände es halt auch spannend, wenn sie mal was ganz anderes machen. Zum Beispiel in ein Fantasy-Setting gehen und schauen, was sie da machen. Oh, bitte nicht. Ich sage nicht. Weiß ich nicht. Dann lieber was Historisches, richtig. Ich kann Fantasy einfach nicht mehr richtig sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, das ist jetzt halt obsolet, weil Ghost of Tsushima kommt, dass sie so die Periode ganz cool darstellen können. Ich sage jetzt gar nicht, das war jetzt auch mehr oder weniger so feudales Jahr, was relativ zufällig reingeworfen ist. Aber einfach mal, dass sie quasi aus ihrer Komfortzone gehen, was ganz anderes machen wollen. Dass sie so dieses realistische Setting hinter sich lassen und mal eben. Ja, ich wäre für. Oder von mir ist Weltraum oder. Ich wäre für ein Online Rennspiel mit Big Heads Modus. Nee, aber ich finde es halt spannend, wie sie damit umgehen. Genau, Teil von WWE Crush Hour. Ich meine, ich finde es halt spannend, wie sie damit umgehen, weil ich meine, Red Dead und GTA sind ja trotzdem in der Essenz verwandt. Jetzt, so ein Sci-Fi-Western von ihnen würde ich mir auch so Firefly. Ja, aber ich glaube, ganz werden sie davon auch nicht weggehen. Oder? Ich sage nicht, dass sie es tun, aber ich finde es spannend. Oh, das wäre auch geil, ne? So Firefly-Optik. Firefly-mäßiges Sci-Fi-Setting, so ein bisschen dreckiger von Rockstar. Wäre schon nett, wär auch, ja. Das weiß ich halt nicht, ob sie es hinkriegen würden, weil Sci-Fi und mehrere Planeten und Raumschiffe. Also, habe ich auch nicht so unbedingt. Auf das Setting hätte ich schon tierisch Bock. Ich weiß halt nicht, ob ich es von Rockstar will. Naja, von Rockstar eher nicht so. Ja. Lass doch einfach mal die von Hello Games ran, die No Man's Sky. Ja, wobei mir No Man's Sky mittlerweile ja tatsächlich ein Spiel ist, was man spielen kann und was auch gut ist. Ich werde es trotzdem nicht spielen. Musst du ja nicht. Hast du schon mal gespielt? Seitdem? Ich habe es vor einem Monat oder so nochmal angeworfen. Das ist schon ein komplett anderes Spiel. Also wirklich komplett. Hat man diesmal was zu tun? Du kriegst am Anfang sogar, du kriegst Aufträge. Es ist nicht mehr so leicht vom ersten Auftrag Planeten. Auftrag 1, schalte das Spiel aus. Nicht mehr so leicht vom ersten Planeten wegzukommen. Du kannst jetzt Basen bauen. Zigtausend andere Möglichkeiten drin mittlerweile. Das Scannen ist komplett anders. Es gibt mehr Materialien, die du sammeln kannst. Es ist ein bisschen mehr Survival auch sogar noch drin. Ich fand's schon ganz nett. Ich glaube, Chris schläft allein. Nein. Aber es ist mir zu viel, um durch den Raum jetzt reinzuarbeiten, glaube ich. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Gut, dann Tschü mit Ü, Skorpsbier. Wir machen weiter mit Suchenhohn. Und das passt doch zu niemandem besser als zum Lukas, der wieder da ist. You made funny joke. Ja. Hallo Play4-Team. Jetzt hast du auch gelacht, ne? Ja, genau. Freue mich, dass ihr jetzt vorerst wieder zum 14-Tage-Rhythmus übergegangen seid. Das sind 16 Tage, du Idiot. Da muss ich mich mit anhören und. Beleidigt der Hurensohn entweder den Suchenhund da? Ja. Wo
Bastard. Aber das kann doch wissen, dass wir jetzt gerade nicht nach 14, sondern nach 16 Tagen aufnehmen. Lies einfach vor. Boah, echt mal. Dann lass dich nicht immer ablenken. Lies vor und halt die Schnauze. Da muss ich mich mit Anhören und Fragen über den richtig ranhalten. Hab's aber geschafft. Was wie technisch der große Unterschied von PS4 zu PS5? 60 Frames per Second bei nativen 4K? Und wie geht es danach weiter? Das Mooresche Gesetz, Verdopplung der Rechenleistung alle 18 Monate, kommt ihr langsam an seine physikalischen Grenzen? Kann die Grafik danach noch besser werden? Macht höhere Auflösung denn überhaupt noch Sinn? Ich schätze mal, dass vor allem auch ein Unterschied sein wird, dass ein viel größerer Wert noch auf Streaming gelegt wird und auf digitale Inhalte, dass es wahrscheinlich schon noch unterstützen wird, irgendwie Retail, aber dass das wäre wieder so ein Anhängsel sein wird zu einer Streaming- oder zumindest Downloadbox. 4K 60 FPS wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln, dass die nächste Generation das durchgehend kann. Sagen wir so, wenn, dann dürften sie von der grafischen Leistung. Weil 4K weiter und 60 FPS, um das jetzt auf dem PC hinzukriegen, bist du 2,5K los. Weil, wie gesagt, dürften sie ja dann auch von der grafischen Leistung nicht weitergehen Spielen. Und sie wollen aber natürlich auch die grafische Leistung weiterbringen. Wenn du die grafische Leistung weiter nach vorne bringst, dann kannst du auch wieder 4K und 60 FPS nicht so leicht umsetzen. Ja. Davon ab gibt es ja noch Techniken, die du einbauen kannst einfach. Du musst ja nicht nur die Auflösung erhöhen oder FPS-Zahl erhöhen. Du kannst ja noch Sachen einbauen wie HDR oder was hat jetzt hier Battlefield als erstes? Wie heißt dieses? Weiß ich nicht. Ach komm, jetzt komme ich nicht drauf. Hier diese Spiegelung, diese neuen. Okay. Ja. Das frisst halt ewig Rechenleistung, wenn da eine neue Technik kommt, die irgendwas schöner berechnet oder besser berechnet oder sonst was. Und in die Richtung kannst du halt auch noch weitergehen. Ja, abwarten. Aber prinzipiell wird es, glaube ich, abseits. Es hängt dann auch davon ab, wann sie kommt. Abseits davon, dass eben, wie gesagt, das klassische Konsolenkonzept nicht mehr so sein wird, in dem Sinne, wird es ansonsten, glaube ich, einfach, wie es von PS1 bis PS4 war, eine klassische Fortführung dessen, also mehr Technik halt, ja, mit trotzdem gewissen Einschränkungen, weil es halt eine Konsole ist und kein PC. Ja. Ja. Und außerdem natürlich Bewegungssteuerung. Ja. Und Sprachsteuerung. Also nur noch Sprachsteuerung. Und VR ist Pflicht. VR ist Pflicht. Und nur noch Sprachsteuerung. Und dann sagen geh sie, links, geh links, schieß, schieß, auf den anderen. Dann können sie sich mit PS5 auf der E3 an, zum Preis von 600 Euro, wie Chris sagt, VR ist Pflicht. Und dann sagen sie, ja, es ist alles um VR herum entwickelt, man kann das nicht ohne VR machen. Dann gibt es einen Shitstorm und dann erscheint es ohne VR. Ich glaube, so wird es kommen. Das klingt eher nach Microsoft. Ah, du hast es erkannt. Ja. Du bist sehr klug. HoloLens. Ja, HoloLens. HoloLens ist Pflicht. HoloLens ist Pflicht. Und Kinect 3. Oh, ich hoffe, dass die Kinect endlich begraben. Ja, das Ding ist tot. Wie. Das ist tot. Gestern war ja auch ihr X, um mal kurz abzuschweifen, ihre Messe-Ding da, Präsentationsding. Oder am Wochenende, Samstag. Mhm. Hast du es mitbekommen? Sie haben Obsidian und noch wen gekauft. Noch ja, gekauft, aber sie haben es nur angekündigt. Es ging ja vorher so Gerüchte, so, sie machen das zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 7 Jahren wieder oder 8 Jahren wieder. Ob sie jetzt irgendwas Großes ankündigen, und dann waren es ja Gerüchte, vielleicht zeigen sie ja schon das erste, oder so teasen schon die nächste Xbox an oder irgendwelche nagelneuen Spiele. Dann machen sie halt diese scheiß Messe und sagen, wir haben Obsidian gekauft, hier ist Crackdown 3. Präsentieren nochmal Crackdown 3. Das ist unfair, sie haben doch was ziemlich Großes gemacht. Sie haben einen neuen Inhalt für Sea of Thieves angekündigt. Das auch, ja. Insofern, also da hat sie schon einiges getan. Sea of Thieves habe ich schon ganz vergessen. Sea of Thieves hat auch Sea of Thieves vergessen. Oh, wir waren noch vorhin bei Flops des Jahres. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Sea of Thieves, ja. Ja, ziemlich ja, blöse von dir. War jetzt für mich nicht zu ein Flop. Meinst du? War für mich jetzt nicht so ein Flop. War jetzt für mich nicht so ein Flop des Jahres, weil ich schon vorher wusste, dass es nichts wird. Insofern hat es mich nicht wirklich enttäuschen können. Wie bitte, das konnte man dem Ding doch nicht anmerken. Nee. Anmerken? Das haben wir auch nie gesagt bei irgendwelchen Antworten von der Messe oder so, dass das Ding schlecht wird. Und wir sind auch nie von irgendwelchen Leuten auf YouTube dafür zerrissen worden, weil das voll gut wird, das Spiel. Die spielen das alle noch. Sea? Ja, Sea of Thieves. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Es ist schwerer, das so auszusprechen als andersrum, ehrlich gesagt. Ist egal, ist eh ein Scheißspiel. Ja. Aber du hast es geschafft. Ja. Ich habe mich auch sehr angestrengt. Sea? Klatsch gefälligst mit, Lukas. Er wäscht dich auch selbst mit einem Schwamm, den er in einen Stock gebunden hat. Ich hab sogar zwei. Oh.
ja. Ja. Und andere Kantonagen, fremde Dinge. Auf jeden Fall. Karton, habe ich jetzt aber wirklich gesagt. Kantonage ist aber auch gut. Aber ich glaube, sie haben noch, wie gesagt, sie haben nicht... Schweizer Version. Um nochmal zu Xbox zurückzugehen, sie haben nicht einmal... Das ist Österreich. Ich glaube... Eine kantonagenfremdes Ding. Um nochmal zu dem Event zurückzugehen, sie haben nicht mal gesagt, dass sie Obsidian und InXile gekauft haben, sondern sie haben nur angekündigt, dass sie vorhaben, sie zu kaufen, oder? Ja, aber in Obsidian ist, glaube ich, schon durch. Ist schon durch? Ja, ja. Okay. Das war ja vor 2 oder 3 Wochen, dann haben sie es schon... Also Gerüchte gab es ja schon vor ein paar Monaten. Ja, genau. Gab es auch viel Geheule auf Twitter von wegen, oh, Pillars of Eternity 2 kommt nicht mehr für PS4, bla. Gibt es das nicht schon für PS4? Sich doch eh nicht, oder? Das ist doch, das gibt schon. Pillars 2. Gibt's das? Pillars 2 kam, glaube ich, schon. Kann Pillars 2 nicht zeitgleich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwelches Geheule gab es auf jeden Fall. Oder also, vielleicht der dritte Teil. Auf jeden Fall werden sie jetzt dann wohl keinen Fallout 4 New Blumpf mehr machen. New Blumpf? New Blumpf. Ganz abgefahren, New York. Oh, New York. New York. Old York. Du musst einfach anders aussprechen. New York? Ja. North Virginia. Vielleicht war das aber auch, vielleicht haben sie deswegen auch schon die Entwicklung von South Park 2 damals abgegeben, weil das schon irgendwie in der Mache war. Das weiß man. Whatever. Ja, aber auch schon ziemlich Zeit zwischen. Eh, aber solche Dinge brauchen auch ewig, bis die mal stehen. Ach ja, whatever. Wer weiß. Who cares? Aber ich glaube, damit haben wir auch Suhrenhunds Frage beantwortet. Kann die Grafik noch besser werden? Macht hohe Auflösungen überhaupt noch Sinn? Ja. Ja. Nächstes Mal stellt uns niemand mehr Fragen. Kann die Grafik noch besser werden? Wir haben Crackdown 3 gezeigt. Und Sea of Thieves. Sind die doof? Kantonagenfremd. Okay. Welche Konsolen, PC, Handhelds, alles mit Schrägstrich, besitzt ihr privat und wie hoch ist jeweils der prozentuale Anteil an eurer Spielzeit? Also von aktuellen Konsolen alles außer Xbox. Von aktuellen Konsolen alles. Ja. Ja, sonst... Prozent? Ach, alle Playstations, Xbox 360, die Sega-Dinger, ach, keine Ahnung, ich lese die ganz auf. Ja, von den aktuellen Konsolen alles, Spielzeit... am wenigsten auf der Xbox One, da, weil ich da dann immer nur wieder mal Forza spiele. Das ist eigentlich nur meine Forza-Konsole. Und man kann halt über bestimmte Videoportale, kannst du da halt über den Browser gut gucken, was bei der PS4 ja immer noch nicht geht. Also Progress oder New Japan Wrestling, kannst halt da über den Browser gucken. Da nutze ich es für. Und sonst, ja, PlayStation ist meine Hauptkonsole. Aber die Switch ist auch eigentlich relativ häufig im Betrieb. Ob es jetzt irgendwas ist, was ich im Handheld-Modus auf der Couch spiele, während ich irgendwie, keine Ahnung, den Fernseher anhab, so als weißes Rauschen, oder ob ich das dann halt im Urlaub ein bisschen ausführlicher zocke. Also ich möchte keine dieser Konsolen missen. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Das sehe ich noch nicht viel mit der Switch gemacht. So, guter Name, Versprecher-Podcast. Ja. Kannst du den Versprecher-Podcast nennen? Der blöse Versprecher-Podcast. Ja, genau. ich würde sagen, ich spiele so 50-50 PS4 Switch ungefähr. Bei mir teilt sich das ziemlich auf. Oh, bei mir so... Interessiert niemanden, nächste Frage. Ja, und bei den privaten Konsolen noch, ja, ich habe halt Nintendo, Sony und Microsoft bis auf Xbox One eigentlich so alles mitverfolgt. Seit den Anfängen. Entschuldigung, du wolltest noch sagen. Ja, ich habe bei mir ist so 65% PC, 30% PS4, 4% Xbox One und 1% der Rest. Also 3DS, Vita, Switch. Ach ja, und das noch. Switch leider sehr wenig bisher benutzt. Ich habe keinen privaten Spiele-PC, ich habe nur einen Spiele-PC in der Arbeit tatsächlich. Ich habe mir gerade einen neuen gekauft. Ladida. Das macht aber auch Spaß. Ja. Ja, Spiele-PC ist irgendwann nochmal angesagt. Meiner daheim ist nicht mehr fähig, irgendwie groß was. Ich spiele halt Destiny und Overwatch eigentlich nur auf dem PC, weil Shooter mir auf dem PC einfach mehr Spaß machen. Ich spiele MMOs, dafür brauchst du halt einen PC. Und dann bist du halt schon mal relativ viel Zeit.
Ja, aber Red Dead gerade spiele ich natürlich auf der PlayStation. Ja, die PC-Version ist auch nicht so toll. Nee, die ruckelt. Ihr werdet beim Testen scheiß Grafik. Ihr werdet beim Testen ja meist schon vorher ungefähr wissen, wo das Spiel qualitativ anzusiedeln ist. Bei welchen Titeln wurde ihr denn da hingegen positiv wie negativ so richtig überrascht? Es ist halt selten das, was hier eintrudelt, was wir noch nie vorher in einem Preview hatten. Ja, und ich bei den kleinen Sachen hat man nicht wirklich Erwartungshaltung dazu. Wie hieß das Transformers-Ding von Platinum Games nochmal? Deception oder so? Dieses Cell-Shading-Ding. Das Gute? Ja, genau. Da hat mir nämlich Sascha damals ein Transformers-Spiel hingelegt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was los ist. Dachte mir so, Und es war ein gutes Action-Spiel. Und andersrum hatte ich es bei dem Turtles-Spiel von Platinum Games, wo man dachte so, hey, Platinum. Ja, wie ist das nochmal? Manhattan? Irgendwas in Manhattan, ne? Ja. Ninjas? Nee. Nee. Ist nicht einfach Chaos in Manhattan? Nicht Chaos. Nee. Das war wirklich Chaos. Was? Irgendwas anderes in Manhattan. Ja, irgendwas in Manhattan. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall dachte ich mir da so, ja, cool. Platinum. Platinum macht das. Der Look sieht ganz nice aus. Look ist cool, ja. Ja. Und dann kam halt ein ziemliches Kackspiel. Ja, Platinum machen entweder Projekte, wo sie Herz und Liebe und Zeit reinstecken oder Lizenz entwickeln können. Wo du dann total merkst, dass die echt das nur entwickelt haben, damit sie ein bisschen Geld machen. Ja, genau. Und Herz und Liebe ist bei dem Transformers-Ding drin gewesen. Das war jetzt nicht mega geil, aber es hat Spaß gemacht. Das Kampfsystem war halt auch cool. Und bei den Turtles, das war halt leider, ja, es war kein gutes Turtles-Spiel. Da warte ich jetzt immer noch drauf. Also was mich so auf kleiner Ebene enttäuscht hat, war eben Far Cry 5, weil ich mir da mehr erwartet hatte, weil ich dachte, das wird wirklich so die Serie nach vorne bringen, hat es aber nicht. Ansonsten, schwer zu sagen. Rime zum Beispiel, Rime dachte ich mir, das würde mir ganz gut gefallen, aber durchschnittlich, und das hat mich dann echt geflasht. Und zwar jetzt nicht spielerisch, aber einfach von der Atmosphäre und von der Story her zum Beispiel. Mhm. Das fand ich echt gut. Was mich überrascht hat, weil es so lange an mir vorbeiging, war jetzt Banner Saga. Aber es hat halt nichts mit dem Testen zu tun. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, Rime habe ich auch nicht getestet. Oder das habe ich jetzt halt mal angefangen, Banner Saga 1, und das ist halt echt geil. Und ich spiele jetzt gerade mit einem zweiten noch. Hm. Aber da kam jetzt halt Red Dead dazwischen. The Messenger war auch so ein Ding. Da war ich ja voll drauf abgegangen dieses Jahr. Ich hatte mir einfach nur irgendwie ein Video angeguckt vom Gamescom-Termin und dachte so, ja, das ist ganz nett, kann man machen. Dann habe ich es auf der Gamescom gespielt und fand es schon ziemlich cool. Und obwohl ich vorher halt irgendwie nur gehört hatte, halt, ja, Action, Jump'n'Run, Ninja Gaiden, bla. An dem Moment, wo ich es gezockt habe auf der Gamescom, fand ich es geil und dann beim Test habe ich es auch ziemlich abgefeiert. Das würde ich auch noch ein schönes Ding. Mir ist auch eins bei mir eingefallen, Siberia 3, aber das ist auch was sehr persönlich geprägtes, weil objektiv betrachtet sind Siberia 1 und 2 heutzutage alle auch furchtbar schlecht. Aber ich dachte eben, dass wir im dritten Teil auch berücksichtigen werden, dass irgendwie 10, 15 Jahre vergangen sind seit den letzten Spielen und entsprechend ein modernes Adventure machen werden. Aber das war nicht nur altmodisch, sondern auch hässlich, bugverseucht, dumm und wirklich das Furchtbarste, was man irgendwie aus Siberia 3 hätte machen können. Ja. Also Siberia 3. Ja. Ein bisschen wie Wolfgang Fischer. Nee, so dünn ist er nicht. Aber hässlich, bugverseucht. Nichts für ungut. Naja. Ja. Fällt euch sonst noch was ein? Nö. Ich weiß gar nicht. Horizon war tatsächlich so ein Ding. Stimmt, Horizon hat mich überrascht positiv. Klar dachte ich mir, dass es ein gutes oder sehr gutes Spiel wird, aber die Story hat mich echt weggeblasen. Ja, also die war so gut, das hat dieses Spiel nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Stimmt, ich habe damals auch gedacht, so, ja, das wird ein nettes Action-Adventure. Wird bestimmt cool. Action-Adventure-Ding, bla. Dann habe ich gespielt und habe halt gesagt, boah, es ist gut, es ist echt verdammt geil geschrieben sogar. Also. Ja, das war so das Breakthrough-Ding jetzt von Guerilla Games. Ja. Ja. Und ja, sonst. Da hat man jetzt ein paar. Das war Insomniac, das war Guerilla Games, die haben alle zu diese Spiele, die irgendwie sie definiert haben für die nächste Generation. Ja, die haben diese Generation echt nochmal gepowert so. Und schau mal, was jetzt mit Ghost of Tsushima. Ja, und bei Santa Monica Studio muss man ja auch nochmal sagen, also God of War, das neue, hat die ja auch nochmal angehoben. Ja, aber die waren ja schon vorher durch die God of War. Die waren vorher schon weit oben, aber das neue God of War hat noch viel, viel mehr verkauft. Ja, das ist wahr. Allein. Ja, gut, ich glaub, und es war auch, habe ich ja schon mal hier gesagt, wenn es mich persönlich nicht ganz so gekickt hat,
es hat viel, viel mehr Leute angesprochen und begeistert und war auch für das, was es sein wollte, ein bisschen runder fast noch in einer gewissen Weise. Also die haben auch nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, auch wenn die vorher schon geile Spiele rausgebracht haben. Auf der PS4 die haben sich halt stilistisch weiter geöffnet. Also. Mhm. Auf der PS4, so seit sagen wir 2 Jahren oder sowas, jedes Ding, was kommt, irgendwie bricht anscheinend, irgendwie, ist irgendwie dazu destiniert, Rekorde zu brechen. Das ist beeindruckend. Quantic Dream kann man es ja auch sagen. Detroit ja. Become Human ist mit Abstand das beste Quantic Dream Spiel. Ja, absolut. Her. Mit weitem Abstand. Muss ich auch noch spielen. Das war wirklich, also ich habe das gespielt und danach dann Beyond und also dagegen ist Life is Strange ein modernes Meisterwerk. Nein. Doch. Nein. Life is Strange ist noch schlechter als Beyond Two Souls im Writing. Beyond ist schlechter als Life is Strange. Nee. Doch. Nicht mal anders. Nein. Doch, oh doch. Sorry, sind wir beide komplett anderer Meinung. Ja, das ist schön, aber ich sehe es anders. Also Beyond fand ich furchtbarer als Life is Strange. Das muss schon mal jetzt immer gelingen. Weil das war furchtbar geschrieben. Ich finde es nicht mal ansatzweise schlimm. Katastrophal und es war sogar spielerisch schlecht und das musst du jetzt mal schaffen bei so einem Spiel, dass es spielerisch schlecht ist als die anderen Spiele ohne Gameplay. Finde ich da eigentlich nicht so. Also ich finde Beyond ist auch sehr schlecht gealtert. Ja. Life is Strange ist halt Jahre später rausgekommen und du merkst halt, dass die ganze Zeit 49-Jährige versuchen, Teenage-Lesben zu schreiben. Das ist, oh. Beyond muss ich, viele Sachen an dem Ding sind, ja. Da muss ich ja noch eher drüber lachen als bei Life is Strange, wo es mich halt echt schüttelt und ich Schmerzen empfinde, wenn die Figur nur den Mund aufmacht. Ich gebe dir die Jahre, die dazwischen liegen, als gut hätten sie das lernen müssen. Das stimmt. Aber ansonsten finde ich Beyond noch furchtbarer. Ja, wann kam Beyond eigentlich? Was war das? 2011? 11, 13, 12, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Ach, scheiß drauf. Haben wir noch irgendwelche Fragen hier? Nö. Ich glaube nicht. Ja, Suchenhohn schreibt auch noch Danke und weiter so. Ja, nein. Vielleicht. Wir haben noch 2 Themen, die wir jetzt aber auch nicht super ausführlich behandeln wollen. Das eine vor allen Dingen aktuell. Lukas. Vor allem, weil das eine auch aktuell ja noch nur ein PC-Thema ist. Eben. Deshalb würde ich sagen, fangen wir damit auch erstmal an. Können wir machen. Ach komm, gibt es ja noch gar nicht viel. Also wir kommen erst im Januar oder Februar raus. Ah, okay. Wieder komplett uninformiert in den Podcast. Ja, echt mal. Lest halt vorher mal durch. Warte bitte draußen. Nein. Fangen wir an mit Overkill's The Walking Dead. Ja. Bislang nur auf dem PC erschienen. Genau. Aber es soll ja noch für die Konsole kommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was vom Spielprinzip. Was funktioniert nicht gut? Worauf sollten sich PS4-Spieler gefasst machen, genau, wenn sie Bock auf das Spiel haben? Ich habe es jetzt auch noch nicht ewig lang gespielt. Bin gerade noch mittendrin. Es ist im Grunde, kann man sagen, ein Left 4 Dead mit Walking Dead Lizenz. Sprich, es ist ein Koop-Shooter, man spielt in einem Vierer-Team und muss halt diverse Aufgaben erfüllen. Also auf den, man hat halt einzelne Missionen, die man anwählen kann, dann wird man mit anderen Leuten zusammengeworfen. Man kann es nicht solo spielen. Es gibt anders als in Left 4 Dead auch nicht die Möglichkeit, dass man irgendwie die anderen durch KI ersetzt. Mhm. Also zumindest nicht als Solospieler, wenn irgendwie einer aus dem Spiel rausgeht, dann kommt schon KI dafür für ihn rein, dann geht es schon. Und der große Unterschied ist halt zu Left 4 Dead, dass es sehr viel mehr in Richtung Stealth geht. Okay. Also es ist kein Dauergeballer wie in Left 4 Dead, wo man zwar auch ab und zu mal ein bisschen leiser war, aber im Grunde war ja Left 4 Dead eine Dauerballerei, wo man irgendwie Sachen in die Luft gesprengt hat und eine Zombie-Horde nach der nächsten niedergemäht hat. In Overkill's The Walking Dead ist sogar ein bisschen umgedreht. Es gibt so ein Silence-Meter oder so ein Stille-Anzeiger. Je mehr Krach man macht, je mehr man, keine Ahnung, Sachen in die Luft sprengt oder je mehr man Feuerwaffen ohne Schalldämpfer benutzt, desto höher wird halt diese Aufmerksamkeitsstufe und desto mehr Zombies werden halt permanent auf dich geworfen. Also du wirst wirklich dafür belohnt, dass du leise vorgehst. Hm. Funktioniert technisch eigentlich ganz gut. Also du hast Möglichkeiten zu schleichen, du hast einen Stealth-Kill, also wenn du dich an einen Zombie im Rücken anschleichst, dann kannst du ihn lautlos erledigen. Du hast Nahkampfwaffen, die auch zum Glück nicht kaputt gehen. Das hatte ich befürchtet, dass die irgendwie irgendwann durchbrechen oder so. Du kannst also quasi eine Map, wenn du vorsichtig vorgehst, komplett ohne Schusswaffeneinsatz überstehen.
Funktioniert natürlich online mit Randoms nicht ganz so gut. Man hat schon Matches, also ich hatte schon Matches, wo dann irgendwie irgendwer sich eine MG genommen hat und dann erstmal wild feuern, in die nächste Zombie-Horde reingelaufen ist. Das ist natürlich dementsprechend kontraproduktiv und die Missionen machen dann auch deutlich weniger Spaß, logischerweise. Also mit Deppen macht es weniger Spaß. Mit Deppen macht es überhaupt keinen Spaß, ne. Ansonsten aber finde ich ein ganz ordentliches Spiel eigentlich. Mach jetzt nichts herausragend gut, also es ist jetzt nicht irgendwie das geiles Waffengefühl oder super geiles Crafting oder tolles Missionsdesign, es ist alles einfach, es ist ordentlich. Also wer Bock hat auf ein Left 4 Dead, was so ein bisschen geerdeteren Ansatz hat, so ein bisschen genau. realistischer. Ein bisschen realistischer, man hat halt auch... Umgang mit Zombies und dem Crafting und sowas, genau. für den wäre das was. Genau. Und man hat halt natürlich auch ab und zu menschliche Gegner, also nicht menschlich im Sinne von anderes Team aus richtigen Menschen, die Gegner spielen, sondern wie in Walking Dead nun mal üblich, hast du halt auch konkurrierende Banden oder andere, ja, andere Gruppen, die sich irgendwo verschanzt haben, die gegeneinander Krieg führen. Gibt es denn irgendwie so Gaststars oder sowas? Ist das rein? Nee. Also aus Walking Dead bisher kam niemand vor, den man irgendwie versucht. Versucht das auch irgendwie so eine Geschichte zu erzählen oder ist das? Es versucht so grob eine Geschichte zu erzählen, die ist aber sehr rudimentär. Also man hat eine Basis, die man ausbauen kann. Also man kann später quasi Upgrades für die Basis freischalten, dass man dann, keine Ahnung, zum Beispiel mehr Gerätschaft mit sich führen kann. Also man findet auf den Maps halt lauter Dinge wie du findest Munition in den Maps, du findest Waffenteile in den Maps, du findest Vorräte in den Maps und du hast auch so spezielle Gegenstände, die du nur quasi verarbeiten oder plündern kannst, wenn du zum Beispiel einen Dietrich dabei hast, wenn du eine verschlossene Kiste findest. Oder, das finde ich diskriminierend. Warum muss immer der Dietrich dabei sein? Nicht der Hermann oder der Dietrich, Norbert? Weil nur der Dietrich Schlösser knacken kann. Ah, okay. Das ist der Schlösser knackt. Ein bisschen das war der Zweck. Ja. Und du findest zum Beispiel halt auch so, keine Ahnung, so Chemiekanister, so große, die irgendwie rumstehen. Die kannst du halt nur verarbeiten quasi in Ressourcen, wenn du ein Chemieset dabei hast. Ich stelle mir das gerade vor, ein großes Chemiefass, ich brauche mein Chemieset. Ja, es ist halt, mein Gott. Und du findest auch teilweise andere Überlebende noch in den Maps. Die kannst du dann quasi befreien irgendwie. Das ist irgendwo sind irgendwo gefangen von den anderen Leuten. Kann man sie auch essen? Nein. Lahm. Das kommt dann im Update. Und die sind dann halt alle in deiner Basis. Du bringst dann die Ressourcen wieder in deine Basis, deine KI-Gefährten, die du in der Basis hast, die verbrauchen auch Vorräte und sowas regelmäßig. Die kannst du aber auch auf Nebenmissionen schicken, dass sie dann zum Beispiel, keine Ahnung, versuchen Vorräte zu finden. Da hast du dann nichts mit zu tun, das ist einfach nur so ein NPC-Timer, der so nebenbei abläuft. Und die bringen dann halt auch Ressourcen mit und die haben halt auch alle unterschiedliche Skills, die haben unterschiedliche Klassen, die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, die können auch sterben in den Missionen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist bei mir noch nicht passiert, aber das hat eine Erfolgschance. Und hin und wieder musst du auch deine eigene Basis verteidigen, gegen zum Beispiel eine Zombie-Horde, die ankommt, oder eine gegnerische Gruppe, die versucht, deine Vorräte zu stehlen. Ja. Aber die Story an sich ist jetzt nichts Tolles. Es wird halt so ab und zu mal inzwischen, ihr könnt es erzählen, so nach dem Motto, hier, wir haben eine andere Gruppe getroffen, die haben unseren Wasserfilter gestohlen, du musst jetzt in ihre Basis eindringen und den Wasserfilter zurückholen. Zweite Mission ist dann irgendwie, ja, sie haben jetzt deine Basis, also dann greifen sie deine Basis an, die Mission drauf heißt dann, okay, sie haben uns scheinbar auf dem Kieker, wir müssen jetzt ein Funkgerät stehlen aus einem Außenposten von denen, damit wir mithören können, falls sie nochmal vorhaben, uns anzugreifen und so Sachen halt. Also es ist jetzt nicht mega spannend. Gibt es denn Mikrotransaktionen oder Lootbox oder irgendwas? Nee, habe ich bisher noch nicht gefunden. Das ist doch gut. Schon ein bisschen sympathischer dann, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, also vielleicht habe ich es auch nur versteckt oder irgendwas, dass du irgendwie so optische Dinger kaufen kannst, weil das ist immerhin von den Payday-Machern. Und da hat es ja auch 1000 Kostüme, die du irgendwann freischalten konntest. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch kommt. Es gibt ein Menü für unterschiedliche Outfits, die man sich anziehen kann. Die waren aber, soweit ich das sehen konnte, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so ewig lang gespielt, die waren aber eher an Levelvoraussetzungen gebunden oder an bestimmte Missionen.
Gibt es ein Mumu? Nein. Scheiß Spiel. Die sehen alle aus wie Exzentriker. Ja, eben nicht. Ja, es gibt, wie in Left 4 Dead, ist, also im ersten Left 4 Dead, Deutsch, ja. Gibt es vier verschiedene Klassen oder vier verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten auch, haben Boni auf unterschiedliche Waffen. Also das zum Beispiel einen Tank, der halt mit Shotguns und einem Baseballschläger rumrennt, kriegt halt Boni, wenn er die Waffen benutzt. Du hast einen etwas älteren Typen, so einen Army-Veteran, der hat halt so einen Kampfstab und ein Scharfschützengewehr und als Spezialgranate hat er zum Beispiel einen Molotow-Cocktail und sowas halt in der Art. Ist ganz cool eigentlich auch. Alle ein eigenes Level-System, sprich, wenn du einen spielst, sammelst du Erfahrung für den. Kannst dann bei dem Talente, Skills und so weiter freischalten. Ja, hört sich doch ganz anständig an. Ja, weil ich war ein bisschen. Ich finde es auch nett. Der generelle Konsens ist ja eher negativ, aber du sagst, es ist soweit. Also bei Steam ist ausgeglichen, die Bewertungen bisher. Na dann. Ja. Also es ist nichts Dolles, aber es ist ordentlich. Ich glaube, mit den ausgeglichenen Bewertungen, das lag auch ein bisschen an der Erwartungshaltung. Viele hatten das gar nicht auf dem Schirm, weil es gab ja nicht wirklich viele Reviews oder Previews vielmehr zu dem Ding. Und dann einfach. Du hast diesen Namen, der halt auch noch andere Leute anzieht als richtige Gamer, die in der Szene halt viele News und sowas lesen. Ich glaub, das ist einfach Walking Dead, die Leute, oh, Walking Dead, Ego-Shooter. Und dann ist es halt ein Team-Shooter. Viele hatten halt, glaube ich, erwartet, dass es eine richtig, richtig tiefgreifende Story hat, dass es die Atmosphäre von der Film- oder von der Serien- oder der Comic-Vorlage einfängt. Und das macht es halt nicht. Also es ist im Großen und Ganzen ist es Payday mit einem Walking Dead Skin. Chris, du wurdest doch auf D3 von einem Walking Dead Zombie gebissen. Erinnerst du dich noch? Dass einmal diese Anmoderation gedreht hat. Das waren keine Walking Dead Zombies. Doch, das war Walking Dead. Nein. Das war zu Sterben des Lichts 2. War das das, ja? Wir hatten eine Anmod gedreht zu Walking Dead. Ach, wir haben einfach irgendwelche Zombies genommen. Aber wir haben einfach die Zombies genommen, die da im Hintergrund waren. Stimmt. Die hast du dann noch hergeholt. Ist am Film. Nickt so mit der Hand, ne? Und ich denke, was will der denn? Ist doch noch nicht raus, das Spiel, oder? Dann kannst du es auch auf Deutsch, auf Englisch sagen. Ja. Dying Light 2. Ja. Der Nachfolger von Sterbendes Licht. Komisch, dass das einen anderen deutschen Titel hat. Das ist dumm. Genau. Kein Wunder, dass das niemand bei Steam findet. Du wurdest von einem Resident Evil Zombie sehr erschreckt. Das war richtig gut. Da kam der Uli. Ja. Also, wir beide gingen den Gang entlang. Nee, wie heißt der nochmal Nachnamen? Wimmerot? Ja, Wimmerot, genau. Ach, wir gehen diesen Gang entlang und auf einmal kommt der Uli von der Seite zu Lukas. Und so, hi Lukas. Du hast übrigens einen Verfolger. Lukas so, hä? Dreht sich um und steht halt so ein Typ komplett Zombie-Montur direkt vor ihm. Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Du bist voll zusammengezogen. Ich glaub's nicht, ich erinnere mich echt nicht daran. Ich habe mich auch erschrocken, aber das war so lustig, wie du so voll zusammengezogen bist von einem auf den anderen Moment. Schön. Das wusste ich echt nicht mehr. Das habe ich wahrscheinlich verdrängt wegen der Panik. Ja. Übrigens. Überleitung. Just Cause 4. Ja, Lukas und Angst haben. Was? In Just Cause 4 gibt es ja auch schlechtes Wetter. Oh, da muss man Angst haben, nass zu werden. Da gibt es ja keine Zombies. Das wäre eine gute Überleitung gewesen. Ja. Du hast Just Cause 4 bereits gespielt, warst bei Square Enix in Hamburg. Ja. Hast ein paar Stunden reingezogen. Das zweite Mal jetzt schon gespielt, ne? Ja. Erzähl uns doch, warum die Leute sich freuen sollten, als Rico Rodriguez durch die Gegend zu schwingen und Unfug zu stiften. Warum fragst du blöd? Schau doch einfach mal Vorschau-Video an. Ja, will ich aber nicht. Das ist mein Test. Das hast du wahrscheinlich auch vertont, ne? Ja. Nein, wo war's? Hast du den Test schon fertig? Ist cool. Mein Test, ja. Noch ein Versprechen für die Liste. Ich hab Just Cause gespielt. Ja, Just Cause 4 ist der Nachfolger von Just Cause 3. Merkt man auch. Tschüss. Nachdem es ja im letzten Teil mehrere kleine Inseln waren, haben sie jetzt eine große Insel, was ich ganz gut finde, weil halt mehr Konzentration auf die Landmasse ist und nicht mehr auf diese zu weiten und zu großen Meerstriche, A und B, vor allem auf zu viele leere Gebiete. Meerstriche. Meerstriche. Und vor allem auf zu viele leere Gebiete, weil im späteren Verlauf von Just Cause 3 gab es eigentlich immer relativ wenig zu tun auf den
auf den verschiedenen Inseln, stattdessen jetzt eine große Insel mit thematisch unterschiedlichen Gebieten, also Wüste, Dschungel, Eislandschaft und Graslandschaft. Und auch besser verteilte Aufgaben. Geschichtstechnisch, Rico Rodriguez kommt jetzt auf die Insel von der Schwarzen Hand, also wo diese Terrororganisation ist. Und er hat diesmal also jetzt nicht direkt den Diktator zum Stürzen, darf aber bald wieder allerlei böse Menschen hauen. Und hat wieder eben seine Wingsuit plus Fallschirm im Gepäck und Enterhaken. Das heißt, er kann sich mehr oder weniger ohne den Boden zu berühren fortbewegen. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, wie das gedacht ist, wenn man es noch nie gespielt hat und noch nie gesehen hat, Just Cause. Aber das ist so ein Wechselspiel zwischen den drei Sachen. Das heißt, du fliegst mit dem Fallschirm, du fliegst mit dem Wingsuit, um Tempo zu kriegen. Du ziehst dich mit dem Enterhaken an Wänden entlang oder auch am Boden. Und das funktioniert noch immer gut, macht Spaß. Außerdem hast du eben die Möglichkeit, mit deinem Greifhaken alle Sachen zu verbinden. Das waren bisher in den Vorgängen, glaube ich, 4 Punkte. Jetzt kannst du bis zu 10 oder 12, ich habe unterschiedliche Angaben gehört, aber ich glaube, jetzt sind es offiziell 10 Punkte verbinden. Das heißt, du kannst eben Sachen, wenn du sie mit einem Seil verbindest, aneinander ziehen lassen, auseinanderfliegen lassen, je nach Einstellung. Und jetzt neu auch Ballons dran anbinden. Das heißt, du kannst Sachen emporheben lassen, also emporschweben lassen. Hey, wie bei Metal Gear Solid. Ja, so ähnlich, aber halt deutlich ausgefeilt, weil bei Metal Gear ist einfach nur Ballon anbringen, das ist weg und hier kannst du halt wirklich das halt, du kannst einstellen, fliegt ein bisschen hoch, fliegt mittelhoch, fliegt ganz hoch. Du kannst, glaube ich, einstellen auch, ob es dir folgt, ne? Genau, das ist eben das Nächste, das wollte ich noch. Du hast eben ganz viele Parameter, die du einstellen kannst. Du kannst einstellen, sind die Ballon zerstörbar, sind sie nicht zerstörbar, auf welcher Höhe fliegen sie, folgen sie dir, folgen sie der Kamerabewegung. Der Boost, wenn du jetzt Boost anbringst an Gegenständen, haut es das. Ich habe kurz gesagt, du sagst der Busen. Der Busen. Es ist ein Montag. Du kannst eben einstellen, wie lang geht der Boost, wie stark ist der Boost, in welche Richtung geht der Boost. Welche Richtung gibt der Busen, wie stark ist der Busen, wie groß ist der Busen. So, oder eben, wie ziehen sich Sachen zusammen, wie schnell oder wie zieht sich der Busen zusammen. Lass den Jungen einfach erzählen, ich reg mich also, schon wieder ab. Das ist ganz cool, man hat eben sehr viele Einstellmöglichkeiten, es braucht ein bisschen länger, um reinzukommen und es gibt mehr Möglichkeiten, das heißt, du kannst dir verschiedene Shortcuts legen auf Tasten dann, den Buß auf den Tasten legen. du brauchst länger, also es ist nicht mehr ganz so Plug-in and Play, ein bisschen wie bei den alten Sachen, dass du mehr oder weniger sofort verstehst, wie alles funktioniert, sondern du musst dich ein bisschen einarbeiten und du musst eben auch entscheiden, welches... Hast du gerade Plug-in and Play gesagt? Ja, das ergibt keinen Sinn, es ist okay. Mehr rein starten und loslegen, mehr oder weniger in dem Fall dann ohne Konsolen. Das heißt auch Plug-and-Play. Ja, aber Plug-in könnte man dann auch sagen. Ist doch egal. Ja, lass den Jungen jetzt noch mal was für die Versprecher. Ja. Auf jeden Fall, wo war ich? Genau, es ist eben ein bisschen komplizierter, soweit man bei Just Cause von kompliziert sprechen kann, weil ich auch erstmal schauen muss, welches Set ist für mich geeignet. Du kannst dann 3 sind es gleich auf einmal festlegen, die du mitnehmen kannst. Wo du eben sagst, okay, wenn ich jetzt dieses Set wähle, dann steigt der Ballon auf. Wenn ich dieses Set wähle, dann steigt der Ballon auch auf. Aber erst, wenn ich die Taste gedrückt halte und sowas. Das lässt sich schon sehr viel machen und vor allem sehr viel selbst einstellen, was schon cool ist, weil eben dieser Freiheitsgedanke, der von Just Cause, der spätestens Teil 2 eben versucht wird umzusetzen, hier noch fortgesetzt wird. Und du eben auch bei Standardmissionen sehr unterschiedlich vorgehen kannst. Du kannst eben jede Mission im Grunde schaffen, auch wenn es darum geht, Gegnercamp auszunehmen, ohne einen einzigen Gegner zu erschießen, indem du einfach mit diesen Gadgets arbeitest. Das ist schon ganz cool. Was mich jetzt interessieren würde, der dritte Teil hat ja geruckelt wie die Pest teilweise, dass er, gerade wo die Steuerung auch so ein bisschen hakelig schon mal war, da fand ich den unspielbar. Hat sich das gebessert oder ist also, das technisch immer noch so eher... Wir haben auf hochgezüchteten PCs gespielt. Es gibt eine neue Engine, haben sie versprochen, die besser sein soll. Wie das dann in der Praxis, weiß man nicht. Wie gesagt, A, weil bis jetzt nur PC und B, neue Engine heißt nicht automatisch, dass besser ist. Also zumindest die Version, die ich gespielt habe, ist auf jeden Fall sehr flüssig gelaufen. Das war kein Problem. Allerdings, was ist, es hat extrem mit nachladenden Texturen zu kämpfen. Also war es zum Beispiel so ein großes Tor, wo ich halt das ich aufmachen musste, indem ich Enterhaken auseinandergezogen habe und bis das mal ganz nachgeladen war, hat es glaube ich 15-20 Sekunden gedauert und ich bin halt direkt davor gestanden. Also ist noch eine sehr unreine Grafik da schon. Es ist nicht mehr prinzipiell ein hässliches Spiel, sondern wenn du jetzt so über die Landschaft fliegst, schaut er schon cool aus. Schaut hübsch aus, gerade wenn du im Dschungel unterwegs bist und der Regen fällt. Zum Wetter komme ich dann übrigens noch. Feine aber nicht. Aus der Nähe schießt eben dann schwache Texturen generell und auch wahnsinnig nachladende Texturen. Und auch die Figurenmodelle sind jetzt nicht wirklich das... Gelbe vom Ei. Ja gut, das waren sie noch nie bei Just Cause, aber genau. Die Landschaft sah ja eigentlich schon immer ganz cool aus. Genau, aber es sind geruckelt hat es jetzt nicht, also nicht irgendwie, dass es mich zumindest negativ beeinflusst hätte.
auf dem PC, auf einem sehr guten PC, aber eben auch hier waren schon diese nachladenden Texturen das schon. Ja gut, das kann aber auch sein, dass es noch bis zum Release dann. Klar, ja, gut. Kann sein, dass es ein älterer Bild war und sowas. Genau, ansonsten, was jetzt? Trotzdem, bei der Technik bin ich gerade bei Just Cause ein bisschen skeptisch. Ja, nee, beim dritten schon. Das ich habe den Entwickler auch gefragt und er hat gesagt, ja, neue Engine, sie haben da viel Mühe und Zeit reingesteckt. Natürlich sagt er das, ob es jetzt stimmt oder nicht. Bleibt abzuwarten, aber zumindest hier unter diesen Umständen, wo ich es gespielt habe, gab es keine Ruckler oder Gruppen. Du hast gefragt, wird das Spiel flüssig laufen? Ja, neue Engine! Was war das denn genau? Ja, neue Engine, Mühe und so, Mann. Missionsdesign ist so ein bisschen das, was auch bei den Vorgängern war, dass die eigentlich alle schon sehr ähnlich sind, die Missionen. Also gehst hin und machst Menschen kaputt normalerweise. Aber jetzt, dadurch, dass du eben noch mehr Freiheit hast, ist das eben noch schöner, dass du noch verschieden an die Sachen herangehen kannst. Was Menschen kaputt? Im neuen Teil ist das noch schöner. Das finde ich also eigentlich ein besserer Titel. Schönes Menschen kaputt machen. Nein, blöser Versprecher-Podcast ist schon gut. Nee, was wollte ich sagen? Genau, das ist das, also die Missionsprämissen sind oft sehr ähnlich, wollte ich damit eigentlich sagen. Aber eben durch diese Freiheiten wird es doch relativ. Man kann, macht sich die Abwechslung quasi selber. Genau, das macht man sich. Und was eben als neues, größeres Feature dabei ist, ist das Wetter. Es hatte bisher keine wirkliche Rolle gespielt und wenn, dann war es irgendwie nur so ein grafisches Gimmick, das halt hübsch ist, wenn es regnet oder Sonne scheint oder was auch immer. Jetzt ist das Wetter wird halt physikalisch richtig berechnet und hat entsprechend auch Auswirkungen. Das heißt, wenn der Wind weht, weht der Wind eben so wie, wenn der Wind jetzt nach vorne, nach Norden weht, dann werden die Sachen eben nach Norden getragen. Oder wenn der Wind irgendwie wechselt, dann weht es nach links und sowas. Das ist einerseits. Andererseits, Regen hat eben auch wieder Auswirkungen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel das dann im ganzen Spielverlauf gibt. Donald Trump kommt nicht raus. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt im Spielverlauf gibt, spielerisch, aber es ist zumindest ganz cool und du kannst zumindest, wenn du weißt, der Wind weht es gerade in diese Richtung, da ist ein Camp, kannst du zum Beispiel jetzt einen Gastank irgendwie einen Ballon hängen und hintreiben lassen. Ich meine, du könntest auch theoretisch das mit einem Boost hintreiben lassen und dann abschießen, aber es ist schon schön, dass du quasi auch diese Möglichkeit hast, da mitzuspielen. Und vor allem, was eben, glaube ich, der große Gedanke hinter dem Wetter ist, dass in den vier Gebieten vier verschiedene Wetterphänomene sind. Das heißt, in der Graslandschaft ist ein riesiger Tornado, in der Wüste ist ein Sandsturm, dann ist im Dschungel so ein Tropensturm, eben mit Blitz und Donner und ewig viel Wasser. Und das habe ich noch nicht gesehen oder habe noch keine gesehen. Und in der Eiswelt, weil das ist das finale Gebiet dann. Blizzard wahrscheinlich. Ist dann eben ein Blizzard, genau. Das ist auch ganz cool, aber. Es sind ganz viele Handys drin, ja, auf denen Diablo im Mod läuft. Aber auch hier denke ich mir, ist cool, aber es hat jetzt noch, ich sehe noch nicht ganz den Nutzen hinter, weil der Tornado, der ist für Missionen natürlich super geeignet, wo du dann irgendwie sagen kannst: hey, folgt dem Tornado und dann macht dieses Camp kaputt und dann muss ich drum kümmern. Aber das gibt es eben auch alles in der offenen Welt. Und da gehst du halt hin und da ist so ein Tornado und dann trägt sich der in die Luft und dann kannst du ein bisschen rumfliegen, aber abseits davon sehe ich jetzt noch nicht wirklich einen Sinn. Also ob sie da noch irgendwie hinkriegen, dass man da auch irgendwie das cool nutzen kann in der Welt, das muss man... Da gibt es ja besonders tollen Loot im, das im ist, Tornado. Das ist natürlich gerade bei Avalanche dann so eine Sache, weil man hat oft das Gefühl, auch bei den anderen Just Cause-Teilen, dass sie Dinge einfach nur drin haben, weil sie es können und nicht, weil es irgendwie weil es cool aussieht oder genau, Effekt und ich glaube, das ist, und in Missionen natürlich kannst du entsprechend dann durch geskriptete Sachen dafür sorgen, dass dann coole Sachen passieren. In der offenen Welt muss man halt schauen. Also ich weiß zum Beispiel, dass im Tropensturm halt auch Blitze einschlagen und da musst du halt auch schauen, dass du aus dem Blitzgebiet rauskommst, wenn der Blitz sich nähert und so, dass mal gucken. Aber es ist schön, eben, weil es die Welle ein bisschen lebendiger macht und das kann man sich ja nicht beschweren. Also es ist ein ordentlich weiterentwickelter Chaos-Simulator. Genau, also ich würde es nicht mehr sagen weiterentwickelt, sondern einfach nur ein bisschen erweitert, weil vom Prinzip her ist es schon noch sehr ähnlich. Du hast ja ein paar mehr Sachen, du kannst jetzt eben mehr Chaos machen. Ja, aber halt wenn die Technik aber schon mal besser läuft, also weniger ruckelt, genau, das ist ja schon mal eine Weiterentwicklung. Also ich glaube, das... Na gut, muss man natürlich abwarten, wo es noch auf PC kommt. Ich habe da mit einem Kollegen, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, auch Just Cause ist ein Spiel, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sich hinsetzen und sagen, ja, ich spiele jetzt 5 Stunden, 6 Stunden Just Cause, das ist das Spiel, was ich jetzt gerade spiele für die nächsten 40 Stunden. Sondern das ist so ein Ding, wo man jetzt, aktuelles Beispiel Red Dead sagt, jetzt habe ich mal genug Red Dead und jetzt will ich irgendwie eine Stunde lang Chaos machen und Spaß haben. Und dafür ist, glaube ich, Just Cause wieder sehr gut geeignet. Es wird spaßig, es wird unterhaltsam, aber es ist, glaube ich, kein Spiel, was jetzt einen irgendwie stundenlang in seine Fänge nimmt. Und ich glaube, das will es auch nicht unbedingt sein. Und als solches, glaube ich, erledigt seine Aufgabe wieder mal ziemlich gut. Ja, das hört sich ja nicht schlecht an. Jo. Ja. Und damit gehen wir zurück nach Köln. Nicht nur Just Cause erledigt seine Aufgabe ziemlich gut, sondern auch wir. Denn wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Alter, was für eine Überleitung. Ja? Haben wir fein gemacht. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sascha und Lukas. Gerne, danke für die Einladung. Ja. Ja, immer wieder. Ja, schön. Ja. So, und jetzt... Denkt dran, falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Subscribe da und drückt ein auf die Glocke. Ein Kommi bitte auch da lassen. Ein Kommi, ja. Drückt auf die Glocke. Drückt auf unsere Glocken. Drückt auf den Busen. Was? Auf den Fuß. Ja. Ja. War sehr schön mit euch. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr. Ja, dieser Podcast wurde auch präsentiert von unserem Sponsor. Colgate. Oscar Mayer Wiener. Oscar Mayer Wiener und Nerd Crate. Gibt es die wirklich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Los, Lukas, sing das Oscar Mayer Wiener Lied. So eine Lootbox-Scheiße. Oscar Mayer Wiener, das wäre für mich das Schönste auf der Welt. Und wäre ich ein Oscar Mayer Wiener, dann würde ich geliebt und aufgestellt.